Hallo und huhuhu hier beim Quali auf Twitch oder wenn ihr es später guckt auf YouTube. Wir sind wieder hier und spielen eine Runde Hunter aus der NWOD, aber wie ihr das von mir kennt, natürlich nicht ganz regelgetreu. Deswegen alle, die tolle Regeln erwarten, könnt ihr jetzt wieder ausmachen. Handwedeln for the win. So, mir dabei heute wieder meine freundlichen Hunter. Ja, genau, Regeln. Das erinnert mich daran, dass ich den Chat einblenden muss, Hanukkah. Sehr gut gemacht. So, bitteschön. Ja, mit mir dabei natürlich, habe ich gerade schon angesprochen, der Alucard, da ist John Blair, der Sleepnose, von dem man gerade nur die Glatze und ein bisschen Kopfhörer sieht, da ist Konstantin Hardcastle, der Darkflow als Johnny Wilkinson und na, last but not least, der Beru als Dave O'Malligan. Und bevor wir einsteigen in ein Recap vom letzten Mal, das ist ja schon eine ganze Weile her, lustigerweise bin ich getaggt worden, das nennt man glaube ich so, getaggt, ja, von Kaffeebohne in einem Stream von Claudine, nämlich dem RPG-Stöckchen. Und ich bin ja total fauler Koala, wie immer. Und deswegen mache ich kein extra Video, sondern beantworte diese scheiß Kackfragen hier. Und nötige meine Spieler direkt mitzuantworten, damit wir diesen scheiß Tag noch weiter spreaden, damit andere Leute sich auch darüber ärgern können. Okay, ich fange aber an, weil ich bin der Spielleiter. So. So, Frage Nummer 1. Welches Rollenspielprodukt hat dich persönlich am meisten geprägt? Ich sage mal, ich hoffe keins. Weil ich mich persönlich geprägt habe. Ich weiß, glaube ich, was gemeint ist. Ich glaube, wenn ich das denke, was gemeint ist, dann denke ich mal DSA, weil das habe ich am längsten gespielt. DSA 3, glaube ich, habe ich am längsten gespielt. DSA 3 oder DSA 4. Es ging so ineinander über bei mir. Wie ist es denn beim Bero? Der ist gemutet, glaube ich, noch. Du bist gemutet. Beru. Mein Lieblingsrollenspielsystem. Nein, 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 nicht Lieblings. Welches ja, hat dich am meisten geprägt? Nicht Lieblings, das kann auch ein total scheiß System sein. am meisten geprägt. Also mittlerweile hat mich am meisten geprägt, John Sinclair, auch wenn das kein richtiges Rollenspielsystem ist. Natürlich ist das ein richtiges Rollenspielsystem. Oh. Und ansonsten DSA. Jo. Und beim Dark Flow. Ja, also reingekommen bin ich und ich glaube auch am meisten geprägt hat mich dieses Rollenspielsystem von Rocket Beans. Wie heißt das nochmal? Nie Ja, vorgehört. ich habe keine Ahnung. Zombie Survival war das. Hat mich sehr geprägt, aber bin dann zu Cthulhu gekommen, was dann doch sehr viel ausgemacht hat Ja, das ist ein in meiner Karriere. kleiner Cthulhu-Fanboy steckt im Darkflow. Okay. Alucard. Ja, was hat mich am meisten geprägt? Gute Frage. Ich Welches habe Rollenspielprodukt? Das könnte auch mit ein Würfel sein, übrigens. Theoretisch schon welche. Da gibt es tatsächlich welche, die ich heute wieder benutze. Die Frage ist, ob Würfel einen prägen. Schon mal draufgetreten. also hier diese wunderschönen Würfel haben mich Oh, die geprägt. habe ich auch. Genau die gleichen, Ja, glaube ich. das sind meine. Unglaublich gut, also ich weiß nicht, da steckt Karma drin. Ansonsten hat mich die habe ich auch hier gerade stehen, ist ja lustig. Das hier geprägt. Die Starterbox von D&D 3. Okay. Super. Und Sleepnose. Ja, schwierig. Rollenspielprodukte an sich. Habe ich keine. Also. Gibt es sowas? Was mache ich hier eigentlich im Stream? Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was mich geprägt haben könnte. Dann geht es dir, glaube ich, ähnlich wie mir. Dieses Wort prägen ist auch immer ein bisschen komisch, ne? Ja, wenn man das auf Rollenspielprodukte bezieht. Naja, gut. Lass ich mal so stehen. Gilt. Ne? Krieg reicht von der 3 bisher. Sleepnose. Okay. Ja. Frage
Frage Nummer 2. Wenn du heute nochmal eine Spielrunde starten könntest, die inhaltlich und vom Stil her genauso läuft wie deine allererste, würde das funktionieren? Und wenn ja, warum? Irgendeine Spielrunde, das ist auf die Spielrunde bezogen. Ich würde sagen, das würde wieder funktionieren. Klar. Jederzeit. Und beim Beru? Ich denke auch. Also es kommt jetzt natürlich darauf an, ob ich spiele, aber meine erste Spielrunde hat gut funktioniert, da war ich direkt drin und meine erste Runde als Meister würde ich auch gerne wieder spielen mit der Gruppe von damals. Aber die Leute haben ja nie Zeit. Und nö, ich denke, da hätte ich auch keine Probleme mit. Ich schulde übrigens noch das Warum. Also das Warum ist, warum nicht? Keine Ahnung. Ja, Johnny Wilkinson alias Dark Flo. Oder umgekehrt. Geht mir eigentlich genauso wie euch. Warum nicht? Ja. Alucard? Ja, warum nicht? Also bis jetzt hängt da nur eine Distanz halt dazwischen, die ich momentan ergeben habe, aber es gibt ja Skype und andere Sachen. Ja. Garantiert nochmal interessant. Aber würde das noch dasselbe sein über Skype und Hangouts wie damals am Tisch? Also wenn es eine Tischrunde war, natürlich. Nein. Nein, wir waren jung und wir haben den Spielleiter mit Honigwaffeln bestochen. Ach so. Wird kompliziert. Das würde aber heute auch noch funktionieren. Das würde heute immer noch funktionieren, aber ich sag mal so, man ist älter geworden. Ja. Und Sleepnose? Hast du überhaupt schon mal eine Runde geleitet? Lies Sleepnose? Ja. Ja, cool. Letztes Jahr auf RPC mit euch. Nee, geleitet nicht. Geleiten noch nicht. Aber dann gut als Spieler. Nö. Als Spieler. Ja. Halt letztes Jahr auf bei RPC habe ich bei euch angefangen. Und ich denke, in 2 Monaten ist es wieder möglich. Wir testen das auf der RPC, ob das genauso wieder funktioniert. Okay. Frage Nummer 3. Was vermisst du heute am Rollenspiel, was vor 20 Jahren, okay, das kann der Sleep Notes schon gar nicht mehr beantworten, beziehungsweise in den ersten Jahren, das kann er auch nicht mehr beantworten, es ist noch kein Jahr her, dass du angefangen hast, noch ganz anders und viel besser war. Ich weiß nicht, ob irgendwie früher was besser war. Früher war nichts besser. Es war genau der gleiche Scheiß wie heute. Nur je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr anderen Scheiß entdeckt man. Beru? Also ich als Späteinsteiger kann es ja nicht wirklich beurteilen. Ich spiele tatsächlich, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin, erst seit relativ kurzer Zeit Rollenspiel, seit 5 Jahren, wenn man es jetzt genau nimmt. Nö, also da hat sich jetzt nicht so viel entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Also was ich halt cool finde, sind so die neueren Rollenspiele, die gar nicht so regelintensiv sind, die eher so schlankes Regelwerk haben. Das ist etwas, was mir halt gefällt, aber ansonsten kann ich jetzt zu ganz alten Sachen wie DSA 1 oder so nichts sagen, weil ich keinen Vergleich habe. Dark Flo? Um ehrlich zu sein, kann ich da auch nicht mitsprechen. So lange spiele ich nicht und hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Ja, die Rocket Beans sind auch noch nicht so lange mit den RPG-Zeugs online, ne? Ja. Alucard, da ist doch jemand, der ganz lange schon spielt. Vor 20 Jahren. Ja, damals vor 20 Jahren, nein, damals vor 12 Jahren. ja, was hat sich geändert? Oder was war früher besser? Ich weiß es nicht. Früher war es einfacher, zeittechnisch würde ich einfach sagen. Man war jung, man hatte Schule und das Wochenende. Das ist eine Sache, recht, ja. Die hätte ich nicht bedacht, genau. Ja, richtig. Zeit. Also das ist das Einzige, was mir so spontan einfällt. Früher hatte ich mehr Zeit. Mhm. Ja. Sleepnose? Du in deinem Dreivierteljahr Rollenspielerfahrung? Was war von einem Dreivierteljahr noch besser, was du heute vermisst? Ich hätte eigentlich noch mal gern The Strange ausprobiert, aber mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ja, stimmt, das macht keiner mehr. Weil ich jetzt gern weitergespielt. Ja. Wie doof. Leute da draußen, spielt The Strange. Und schreibt den Sleepnose an, dass er mit euch spielt.
Was ich übrigens auch noch vermisse, ist so ein bisschen Naivität, finde ich. Irgendwie, als ich vor 20 Jahren war ich noch wesentlich jünger als heute. Haha, wer hätte es gedacht? Da bin ich viel naiver an die Sachen rangegangen als heute. Wenn man jetzt die ganzen Internetforen hat und so. Und alle Leute einem sagen, wie man das zu machen hat mit dem Rollenspiel. Ich vermisse die Zeit, wo das nicht möglich war. Da hat man sich einfach am Tisch gesetzt und hat gespielt. Und das war einem scheißegal, wie es ging. Ja. Frage 4. Was ist im deutschsprachigen RPG-Raum deiner Meinung nach völlig unterrepräsentiert? Spiele über historische Bibelverfilmungen. kann ich jetzt natürlich auch nur bedingt beantworten, weil ich vermisse nicht wirklich viel. Gut, was es viel gibt, ist Fantasy. Was vermisse ich? Also ich vermisse nicht wirklich viel. Kann es da nichts so beantworten. Fällt mir nichts ein. Dark Flo? Ja, Zombies. Ganz einfach Zombies. Vernünftige deutsche Regelwerke mit einfachen Regeln und Zombies. Okay. Aulogard? Wieder ein langes. Gute Frage, was ich vermisse. Vernünftige NWOD deutsche Regeln. Ja! Sowas zum Beispiel. Oder grundsätzlich die Übersetzungsgeschwindigkeit mancher Verlage auf Warhammer 40k bezogen. Also auf die Rollenspielregelwerke. Da sollte ja bald mal was kommen, habe ich gehört. Ja, gut, diesbezüglich gäbe es noch einige Savage World Settings, die ich gerne in Deutsch hätte. Okay. Sleepnose. Pass, ja. Da würde ich mich dem Dark Flow anschließen, so ein paar Zombies und so ein bisschen Druck und so. Eigentlich ganz cool. Hm. Jetzt schreibt bestimmt nachher irgendeiner auf YouTube irgendwie, gibt's doch links, blablabla. Aber gut. Okay, wie würdest du deinen Spielstil bzw. Spielleiterstil beschreiben? Bist du ein Freund des Powergaming oder des Atmosphärenspiels? Weder noch. Ich bin ein Freund des einfach vor sich hinspielens, damit man Spaß dran hat. Und das ist mein Spielstil. Beru? Also anfangs war ich ja eher Powergamer, würde ich sagen, weil es halt einfacher leichter ist, reinzukommen. Mittlerweile mag ich es aber auch, mit Charakteren zu spielen, die halt nicht so super toll sind, sondern ihre Schwächen haben. Und als Spielleiter bin ich eher chaotisch, würde ich mal behaupten. Da habe ich das Glück, dass ich gute Rollenspielgruppen habe, die das ausgleichen. Und da mag ich durchaus besonders das atmosphärische Spiel, wenn ich einfach meinen Spielern zugucken kann. Was die aus einer Szene, die ich so kurz mal in den Raum schmeiße, mal eine Stunde lang draus machen, wie Weihnachten zelebrieren oder eine Szene im Fahrstuhl. Also da saß ich da und habe einfach nur genossen. Das ist schön, ja. Dark Flo? Der alte Powergamer. Ich werde nie vergessen, wie wir Paranoia gespielt haben und ich an diesem Abend nicht eine Regel vorher kannte und wir hatten trotzdem riesen Spaß. Also einfach Spaß haben, das ist das Wichtigste. Das ist Sinn des Spaßes, nicht die Regel zu wissen. Luca? Gute Frage. Was hat mir Spaß gemacht? Hat mir keinen Spaß gemacht, ne? Also ich würde mich persönlich so ein Mischmasch aus allem bezeichnen. Also ich bin ab und an Powergamer, ich bin ab und an Atmosphärespieler. Ich spiele manchmal einfach nur, drauf los, was mir Spaß macht, und dann ist ein D&D-Abenteuer besteht aus einer Taverne, wo man sich eigentlich als Gruppenzusammenführung trifft und sie sind den ganzen Abend in der Taverne und Dinge passieren und die Atmosphäre schon, das ist cool. Und als Spielleiter haben mir viele Leute gesagt, Nico, du bist böse. Ich weiß nicht warum. Okay. Es geht mir genauso. Sleepnose. Also. Aber ich lasse mich eigentlich immer entspannt drauf ein und versuche den Spielleiter immer ein bisschen zu ärgern. Ja, das habe ich schon gemerkt. Aber immer auf eine freundliche Art und Weise. Ja. Okay, Nummer 6. Was ist die beste Regel, die dir in einem Rollenspielsystem untergekommen ist und welches ist die schlechteste? Also es gibt so viele schlechte Regeln, eigentlich fast alle. Und die beste Regel ist, halte dich nicht an die Regeln. Also für mich jetzt. Ich bin ja immer der Spielleiter. Beru. Ja gut, DSA, das ist manchmal ein bisschen extrem.
Übertrieben, da habe ich mich manchmal schon ein bisschen geärgert, aber gut, das ist halt DSA. Ansonsten mache ich mir meine Regeln mittlerweile auch teilweise selbst. Gerade bei John Sinclair habe ich relativ viel Freiheiten und ich lasse manchmal auch Regeln Regeln sein. Wenn ein Spieler eine gute Idee hat, die ich für sinnvoll erachte, bin ich mittlerweile geneigt zu sagen, du kriegst es, weil einfach die Idee geil war. Das, ein Regelsystem covert halt nicht immer jede Situation. Ja. Und da muss man dann halt einfach sagen, okay, das war so ein toller Einfall, lass ich gelten. Okay, danke Flo. Ja, auch DSA 4, ne, mit den ganzen Wegen, hat mich abgeschreckt. Also fand ich nicht gut. Ja, aber Luca? Dann doch lieber Regelarm. Hallo Kurt? Ja, also ich überlege gerade, schlechte Regeln gibt es so viele. Da braucht man nicht mit anfangen. Die beste Regel ist tatsächlich, wie du auch schon sagtest, wenn die Spielleiter merken, ey, du brauchst gar keine Regeln, um ein System zu spielen, man braucht nur eine Idee, dann ist schon mal vieles gelaufen. Ja. Improvisation ist alles. Ja. Mut zur Improvisation. Sleep Knows. Gibt es eine Regel für Spielleiter? Ja, bestimmt. Wenn diese ganzen Würfel-Eskapaden da anfangen, wenn du einfach 100 Würfel machen musst, von denen 90 über 10 sein müssen. Ja. Oh. Okay, das finde ich auch schön. Und okay. Reißt einen auch dann komplett immer raus und da einfach so ein ganz entspanntes Spiel. So. Ja. Weniger Regeln sind meist besser. Da sind wir uns ja einig anscheinend. Komisch, komisch. Was ist die... Ach nee, also, das kann ich da... Nummer 7. Was war der größte RPG-Müll, für den du je Geld bezahlt hast? Ich glaube, für den sich Geld bezahlt. Eigentlich habe ich fast alles, was schlecht ist, in meinem RPG-Regal geschenkt bekommen. Was, womit ich wirklich alles gekauft habe, letztes Jahr auf der RPC, womit ich so überhaupt nichts anfangen kann. Oh, wie ist das? Das habe ich einmal durchgelesen und dann weggestellt. Was ist das hier? Ja, genau. Das soll jetzt nicht heißen, dass das wirklich scheiße ist oder so, aber ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen. Finsterland. Dafür habe ich Geld bezahlt und dachte, boah, das ist geil, das Cover und so und die Steampunk-Welt und so. Aber es catcht mich nicht. Aber ich würde es jetzt auch nicht als Müll bezeichnen. Das ist nur nicht so mein Fall. Beru? Also wo ich ein bisschen daneben gegriffen habe, war bei Diablo 2. Aber nicht, weil das jetzt wahrscheinlich schlecht ist, sondern du brauchst, um das zu spielen, brauchst du halt für das eine Buch brauchst du AD und D2. Und für die anderen zwei Brüder brauchst du D&D 3. Also da fand ich schon ziemlich schlecht, dass es schon auf unterschiedlichen Regelwerken basiert. Und wenn du halt die Grundregeln nicht hast, dann kannst du es halt nicht spielen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und es stehen halt die Bücher im Schrank. Ich finde es eigentlich toll, habe es eigentlich noch relativ günstig gekriegt, aber ich kann sie nicht spielen. Oder müsste zu viel machen, um sie irgendwie in ein anderes System zu konvertieren. Und da habe ich irgendwie keinen Bock zu. Okay. Danke, Flo. Ja, hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber Shadowrun. Also, ich meine, das Setting ist absolut geil, aber die Regeln, ich weiß es nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe das Buch einmal durchgelesen und einmal konnte nur wieder von vorne anfangen. Genauso böse wie ich mit Finsterland. Nur einmal durchgelesen und dann kann man das doch gar nicht begreifen, wie geil das ist. Naja, gut. Ich verstehe dich. Alucard. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, der größte Schrott, den ich habe, habe ich verkauft. Was war's denn? Also es gibt so schrottige, ich sag mal so, es gibt immer so Ideen von Leuten, die OVOD miteinander spielen wollen, mit den X-Regelwerken. Und dann sage ich immer, Leute, da kommt nur Schrott bei rum. Aber jetzt so Schrott habe ich nicht im Schrank stehen. Okay. Wenn ich auf die Uhr gucke, ich mache mal ein bisschen Rushing hier. Sleep Knows. Wir wollen ja auch noch spielen heute. Yes, sir. Einziger, wofür ich in dem Bereich Geld ausgegeben habe, war Shadowrun 5 Regelwerk. Das habe ich
glaube ich. Ich habe die ersten 10 Seiten gelesen und es dann weggelegt. Okay, das sagt viel über das Shadowrun 5 oder über dich aus, je nachdem. Ne? Okay, Nummer 8, was war denn die bisher beste RPG-Investition? Ganz eindeutig das Vampire the Masquerade Regelwerk. Da schmücke ich immer noch zwischendurch durch. Drin. Die V20 auf Deutsch, super Investition. War teuer, aber war cool. Miru. Also bei mir war es eindeutig John Sinclair, weil das einfach der Einstieg für mich war als Spielleiter, weil es ein verdammt einfaches Spielsystem ist, auch wenn es kein komplettes Spielsystem ist, aber gerade die Kampagne, das macht es einem Spielleiter einfach leicht, einen Einstieg zu finden. Also für mich war das ein idealer Einstieg. Okay. Flo? Cthulhu. Also jedes Buch von Cthulhu durchweg gut. Alucard? Bist gemutet? Da muss ich jetzt tatsächlich differenzieren. Ich habe 3 gute Investitionen. 2 wurden genannt, und zwar V20 bzw. Vampire the Masquerade. Cthulhu natürlich, immer wieder gerne. Auch jetzt das Neue. Und dann als letztes die Warhammer 40k-Reihe. Mhm. Okay, Sleepnose. Shadowrun 5 war es. Ja, wir so einen Satz Würfel rumfliegen. Satz Würfel, ja, das war die beste RPG. Super. Nummer 9. In welchem Film, Serien, Buch, Computerspiel, Universum würdest du am liebsten ein paar Monate Urlaub machen, vorausgesetzt, man garantiert dir, dass du überlebst? Ich würde gerne Urlaub in Aventurien machen. So schön irgendwie an der Torwaldschen Küste irgendwo mal so ein Kutter. Ja, das wäre nett. Glaube ich. Beru? Also ich mache gerade Urlaub in Aventurien auf den Zyklopeninseln tatsächlich mit meinem Charakter, auch wenn mein Charakter jetzt gerade in der Arena steht, aber wir trollen gerade in so einer Feriensiedlung rum. als nackter Zwerg, der den Nachbarn morgens beim Frühstück zu trollen, ist einfach herrlich. Dank, Flo. Berge des Wahnsinns, Cthulhu. Urlaub im Berg des Wahnsinns. Schön in der Antarktis. Ja. Einmal die geheime Stadt sehen und einmal den blanken Horror, das wär's. Ja, es ist ja garantiert, dass du überlebst, von daher. Da steht nichts von nicht geisteskrank werden. Hallo, Karl. Ja, ich würde tatsächlich gerne mal in Washington Urlaub machen, und zwar in der BOD. Warum genau da? Mal Bykos Hallo sagen. Ach so. Sleep Notes. Kein Plan. Okay. Tja. Nummer 10. Eine Film- oder Fernsehadaption deines Lebens. Was für ein Genre hätte sie? Ich glaube, es wäre eine ganz langweilige Sitcom. Beru. Bei mir ist es wahrscheinlich auch eher langweilig dann und chaotisch vielleicht zwischendurch mal, aber eher langweilig. Sag Flo, können wir jetzt Actionfilm, komm. Also bis jetzt chaotisch, anarchistisch. Ja, aber was für ein Genre? Ja. Auch eine Sitcom? Ja, so ein bisschen. Also man könnte sich über vieles kaputt lachen, ja. Hallo Kurt? Ich glaube, das ging so in Richtung versteckte Kamera, also ich weiß nicht, was genau ist für ein Genre. So Reality, keine Ahnung. Also, Big Brother. Ja, so. Okay. So what the fuck Momente sind da viele bei. Okay, Sleep Notes. Da kommt jetzt Love Story, pass auf. Eine Sitcom tritt eigentlich ganz gut. Okay, wir sind alle Sitcom. Aber wir sind alle nach der ersten Staffel abgesetzt worden, glaube ich. Okay, damit sind wir durch. Hat uns auch fast nur eine halbe Stunde gebraucht, aber wir sind noch nicht komplett durch, denn wir müssen ja noch diesen ganzen Scheiß weiter taggen und jemanden benennen, der diese 10 Fragen jetzt auch beantworten muss. Da wir es jetzt mit 5 Leuten beantwortet haben, müssen das jetzt 5 weitere Leute machen. Ja. Ich nominiere den Mischka, der darf das jetzt auch beantworten. So, Beru.
Ich nominiere Max Monster. Sehr schön, ja. Da freue ich mich schon drauf. Dark Flo? Purple Tentacle. Okay. Und Alucard? Ich nominiere die Schneeflocke. Mhm. Und Sleepnose? Die Seeamöbe. Die Seeamöbe. Alles klar. Gut. Also diejenigen, die ihr gerade nominiert habt, lasst sie wissen, dass sie hier diesen Stream mal schauen sollen, dass sie wissen, wofür sie getaggt wurden. Ich werde diese Fragen hier auch in YouTube dann unten rein posten, damit man die ablesen kann. Habe ich ganz blöd von Claudine geklaut. So, aber jetzt weiter zum Zusammenfassung vom letzten Mal Hunter. Endlich dürfen wir spielen. Hey, diese scheiß Fragen hier. Weiter. Beru, freiwillig gemeldet. Ja, ich würde recappen, genau. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich mache es auch kürzer als vor zwei Folgen. Wir waren am Anfang noch kurz bei Mother, haben dort noch ein bisschen was an Munition mitgenommen, haben dann noch irgendwo eingekauft, auch nichts Spektakuläres, Schnaps hauptsächlich, für unsere Schnapsdrosseln. Und dann haben wir uns entschieden, tatsächlich wieder zum Hotel zurückzubegeben, das wir mal zwischendurch fluchtartig verlassen mussten. Und dort ja, getarnt als Undercover vom Gesundheitsamt in schöne Anzüge, Schutzanzüge gekleidet, sind wir dort angekommen. Das Gebiet war schon weitläufig umzäunt, abgesperrt. Davor waren halt viele schaulustige Würstchenverkäufer, ein kleiner Junge, der Freikarten oder Karten für einen Freizeitpark verkaufen wollte. Und dann wurden wir doch auch ziemlich schnell dann reingelassen als Spezialisten, sind dann ins Hotel rein. John Blair hatte so ein Gerät dabei, das halt einfach so ein bisschen gepiepst hat, damit wir richtig aussehen. Und als wir dann im Hotel drin waren, hatten wir uns dann entschlossen, die oberen Räume zu durchsuchen, um einfach nach diesem schwarzen Zeugs, wo wir suchen sollten für Mother, diese schwarze Brühe, geheimnisvolle Substanz X. Ja, als wir die Treppe hochgingen, schlug das Gerät tatsächlich zum ersten Mal in Johns Leben tatsächlich aus und hat irgendwas angezeigt. Das hat ihn doch etwas geschockt, weil er das noch nie gesehen hatte. Und hat er dann einen kurzen Schatten gesehen, aber da war da nichts weiter. Und ja, das hat ihn aber durchaus verwirrt. Und so sind wir dann aber weiter hoch dann und haben dann hinter einer Tür Geräusche gehört. Da sind wir dann rein in ein Zimmer, das relativ unverschont blieb. Die Fenster und so weiter waren heile, aber das Interieur war komplett zerstört. Irgendwelche Spuren an den Wänden, irgendwelche Krallen waren da, aber sonst erstmal nichts drin. Dann sind wir ans Badezimmer oder Richtung Badezimmer gekommen und haben gehört, dass da eine Dusche läuft. Vorsichtig haben wir dann Badezimmer dann durchsucht bzw. herausgefunden, dass in der Dusche wohl eine Person liegt, die zugedeckt war mit einem Duschvorhang. Und darunter, nachdem wir die Dusche ausgemacht hatten und den Duschvorhang entfernt haben, lag eine Frau, ich weiß nicht, nackt wahrscheinlich, die eine klaffende Rückenwunde hatte, die aber nicht blutig war. Und Konstantin hatte dann die schlaue Idee, die Dame zu fesseln. Und in dem Moment, wo er dann ans Bein gepackt hat, hat er sich umgedreht und helft mir. Und das war der Moment, in dem Dave dann sie einfach mal kurzerhand enthauptet hat mit seiner Machete. Wie konntest du? Jo, da. Die arme Frau. Genau. Zwischendurch hatte ich von meinem Freund die eine oder andere WhatsApp-Nachricht, unter anderem ein hübsches Tittenbild. Was ich dann als die Brüste von Johnnys Frau entpuppt haben. Da gab es dann später nochmal ein Bild von dem Mund von ihr, was ihn dann doch etwas aufgewühlt hat. Was auch noch zu hören war aus der Lobby, war der Hund von Konstantin. Was?
Und zumindest, ich hatte nur ein Hundebellen, aber er hat es als Hundebellen seines Hundes wohl entdeckt. Ja, und wir haben dann ein bisschen was mit den schwarzen Falks einsammeln können, war jetzt auch nicht allzu viel, also nicht ausreichend, um Mutter dann, zu befriedigen, so in dem Sinn, was sie da von uns wollte. Und von draußen wurde das Hundebellen dann halt immer lauter und Konstantin ging dann raus und hat dann seinen Hund entdeckt, umringt von einer Zombie-artigen Wesen, fünf Stück, die den Hund wohl angehen wollten. Und demzufolge haben wir dann das Zimmer verlassen, haben uns dann in den Kampf gestürzt, während dann aber einer unserer Helden dann wieder ins Zimmer zurückging, um sich zu verbarrikadieren, nämlich John. Während Johnny oben stand mit seiner Pistole unten reingeballert hat und Konstantin und ich runter in den Nahkampf sind, wir haben dann mehr oder weniger schlecht und recht die Zombies erledigt. Zwischendurch sprang dann der Hund raus auf die Straße, hat einen Soldaten angegriffen, wurde davor erstmal getroffen von dem Soldaten, was dann wiederum Konstantin in ziemliche Schmerzen versetzt hat, wie wenn er selber getroffen worden wäre, was Dave oder mir dann aufgefallen ist, aber sichtlich keine Verwundung, also irgendwie hatte er da Phantomschmerzen, wie auch immer. In der Zwischenzeit war Johnny so genial und hat sich seinen Schutzanzug mehr oder weniger entledigt und sein T-Shirt ausgepackt, um die schwarze Brühe, die sich dann unten dann mal so angesammelt hatte, zusammenzuwischen. John hat sich dann irgendwann auch mal wieder aus seinem Zimmerchen getraut, nachdem er von Dave zusammengepfiffen worden ist. Ja, und was dann halt passiert ist, John war ein bisschen unvorsichtig beim Zusammensammeln dieses schwarzen Zeugs und so kroch dann etwas von diesem Zeug seinen Arm hoch, während auf der anderen Seite Konstantin noch heulend am Boden lag. Ja, nun, was tun? Dave und John haben dann überlegt, was könnte man tun? Arm abpacken. Dann kam aber Dave die Idee, wie wäre es mit Feuer? Dann haben wir erstmal mit dem Feuerzeug ein bisschen an dem schwarzen Zeugs rumgefuckelt. Hat zumindest mal verhindert, dass es weiterging. Dann haben wir Alkohol drüber geleert, um den Arm in Brand zu stecken. Das hat dann das schwarze Zeug so weitestgehend entfernt, bis auf ein paar kleine Stellen. Und in der Zwischenzeit ging dann der Hund flüchten, nachdem er einen Soldaten getötet hat. Und die letzte Szene war, dass Dave dann doch ein großes Stück des Oberarms dann abgesäbelt hat, wo die letzten Reste dieses schwarzen Zeugs waren. Und da hatten wir geendet. Ja, korrekt. Johnny, unsagbarer Schmerz. Du wirst gerade am lebendigen und bei Leibe und bei Bewusstsein eines großen Teiles deines Armes beraubt. Das hält der stärkste Hillbilly auch nicht aus. Und so wirst du leider in die Bewusstlosigkeit hinabsinken. Konstantin war, glaube ich, auch gar nicht mal so gut dabei weggekommen. Glaube ich, du warst da von ein paar Zombies auch angenagt worden, wenn ich mich richtig erinnere, war das so? Okay, er ist nicht getroffen worden. Aber er ist irgendwie von irgendwas weggelaufen, glaube ich, ne? Oder warst du auch... Moment, ich kann es dir erklären. Also er ist ja Richtung Tür, genau. Wo der Hund Richtung Tür ging. Da war auch ein Zombie, da kam es zu einem Kampf, aber der Zombie hat ihn nicht wirklich erwischt. Aber draußen hat ein Soldat auf den Hund geschossen und den Hund auch getroffen. Und in dem Moment, wo der Hund getroffen worden ist, hatte auch Konstantin wahnsinnige Schmerzen. Das ist das, was ich beschrieben hatte. Genau. Wie wenn er selber von den Kugeln wohl erwischt worden wäre. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wie wenn es so eine Art Seelentier ist. Wenn das eine eine Verletzung kriegt, spürt es der andere. Das könnte nämlich sein, dass die unsäglichen Schmerzen in der Bauchgegend, auch wo deine Brandnarbe noch von vor ein paar Tagen ist, die es ist, als ob dich irgendwas durchsiebt hätte, wie als hätte jemand Nadelkissen von innen gegen deine Bauchdecke gedrückt. Permanenter Schmerz. Und auch du wirst wohl wahrscheinlich schreiend am Boden liegen. Es ist nicht so schlimm, dass du wie Johnny ohnmächtig wirst, aber auf jeden Fall zur richtigen... Wäre es mal so schlimm. Zur richtig koordinierten Aktion bist du wegen diesem ganzen Schmerz in der Bauchgegend jetzt erstmal so
ist ein bisschen, als würdest du dich unter Krämpfen gerade auf dem Boden wälzen. Ich denke, so kann man sich das vorstellen. Ja, John ist ja gerade aus seinem verbarrikadierten Versteck gekommen. Sieht, wie Dave da Johnny den halben Arm absäbelt. Und was machst du? Nee, er saß schon bei mir. Ach, der saß schon bei... Ach, du hast dich um Konstantin gekümmert. Ja, dann... Was machst du denn dann mit dem Konstantin, der da sich wild in Krämpfen schüttelnd auf dem Boden bewegt? Du guckst kurz über ihn drüber, kannst keine Verwundung erkennen. Außer die Brandnarbe, die ihr ihm zugefügt habt letztens. Ja, also ich halte ihn fest und reiße mir etwas Kleidung ab. Also ziehst du den Schutzanzug auch aus. Ach, Moment, ja, da war ja was. Ich frage diesmal frage ich nach. Entschuldigung, dass ich bei Johnny nicht gemacht habe. Komm. Ja, dann sammle ich mal in unseren Koffer nach Verbandszeug. Ich habe den Anzug auch noch an, ne? Ja. Und so, ja. Nur so. Ja. So einmal kram ich dann in diesen Koffer und suche nach irgendwelchem Verbandszeug und hoffe halt, welches zu finden und nicht so nach dem Motto Flasche. Und ich würde in dem Moment, wirst du von mir angebrüllt, bring den scheiß Verbandskasten, wir brauchen einen Verbandskasten, schnell, und den Gürtel. Ja. Johnny blutet wie ein abgestochenes Schwein aus der Runde. Beeil dich. Ja, ich reiß hektisch in diesem Koffer herum, wühl da Sachen raus und verzweifelt diesen Verbandszeug. Ja, ich reiß mir den Gürtel aus der Hose raus und pack ihn erstmal oberhalb der Runde an den Arm und ziehe ihn mal richtig zu, um das, den Arm abzubinden. Nero, mhm. Bei dir selbe Frage. Du hast doch einen Schutzanzug. Ja, dann mache ich den so weit auf. Wir haben alle so Ganzkörperkondome an. Ja, natürlich, aber dann mache ich den so weit auf, um dann den Gürtel zu kommen, dann ziehe ich den wieder hoch. Aber irgendwas mache ich immer mal scheiß Dings da, ja. Okay. Ja, das hilft nur peripher. Also der Johnny ist ja weggetrieben. Ja, natürlich, aber blutet immer noch wie Sau. John, bring endlich den scheiß Verband, Carsten. Wie gesagt, also ich grabe, bis ich den endlich gefunden habe. Mach ihn auf, nehme mir schon mal zwei Mullbinden raus und schieb den dann zu Dave rüber. Ja, ich reiß ihn den aus der Hand, geh rüber und mach ihm einen Druckverband. Mhm. Ja, das soll dir auch halbwegs gelingen. Du bist da ja auch nicht unerfahren drin, sowas anzulegen. Du hast bestimmt in der Werkstatt irgendwie auch schon ein paar Mal solche, also nicht solche Wunden, aber ähnliche Wunden versorgen müssen. Bei Leuten bei Gesellen auch, die irgendwie sich wahrscheinlich nicht ganz so geschickt mit den Maschinen angestellt haben. Das passiert ja schon mal. Ja, soll dir gelingen. Du kannst die Blutung von Johnny stoppen. Und Johnny in seinem Deliriumszustand, in seiner Weggetretenheit, du hast eine merkwürdige, du schlägst die Augen wieder auf und blickst in einen schwarzen Sternenhimmel, also in einen ziemlich düsteren Sternenhimmel. Es gibt Sterne, aber die sind so ein bisschen so diesig und dösig und also ein bisschen, als würde man durch einen Rauch so eine leichte Rauchschwade irgendwie gehen, in den Himmel gucken, so durch eine Wolke durch vielleicht. Und du fühlst Kälte auf der Haut und liegst auf irgendwie etwas, einem harten, steinigen Boden. Okay, kann ich aufstehen oder so und mich umgucken? Kannst aufstehen, ja. Okay, dann würde ich das machen und mich umgucken, wo ich mich gerade befinde. Du stehst auf einem felsigen Plateau, und um dich rum ist sowas wie ein, ja, es ist dunkel, das kann man nicht richtig erkennen. Es ist vielleicht Wasser. Okay. Irgendwelche Symbole im Boden? Nee. Ist einfach nur so ein felsiger Grund, als ob du an so einem Küstenfelsen stehst. Okay, da würde ich rumlaufen. Irgendwo hin. Ziel los. Du gehst nach vorne, kommst an den Rand des Felsens und siehst nach unten dieses Wässrige oder die Flüssigkeit da unten. Du hast keine Brandung oder sowas. Irgendwie generell keine großartigen Töne. Ein bisschen
hast du das Gefühl, dass du das Wasser blubbern hörst oder so. Es scheint irgendwie um dich rum ein bisschen zu schwappen, okay, aber nicht wirklich zu branden. Also es scheint nicht das Meer zu sein. Dann gehst du in die andere Richtung, ist kommst nach Wasser? Ein paar Schritten wieder an die Kante. Irgendwie gehst du den ganzen ab und hast irgendwie so eine 5x5 Meter großes Steinplateau, wo du draufstehst und um dich rum ist Wasser oder halt diese Flüssigkeit. Ist es Wasser, wenn ich reingreife? Du greifst rein und hast das Gefühl, du würdest in einen Schlick reingreifen, in Teer. Ganz dickflüssige, okay, schwarze Flüssigkeit, die sich auch mit so Fäden an deiner Hand festsaugt und du schüttelst sie wieder ab. Ja. Okay, ich habe Angst. Zu Recht, ja. Und dann blickst du in die Ferne und kannst nichts sehen. Und irgendwann meinst du irgendwie ein Geräusch zu hören, ein tiefes Brummen. Und dann blickst du dich um von hinter dir, wo das Geräusch herkommt, und siehst eine zweite Steinplattform, wie sie zu der hinschwebt. Etwas versetzt zu der ersten. Kann ich schon rüberspringen? Noch nicht, aber du, wenn sie sich weiter zu dir hinbewegt, bestimmt nachher. Okay. Und dann hüpfst du und nach einer Zeit kommt eine dritte und eine vierte und eine fünfte und es geht immer weiter nach oben, wie auf einer Treppe. Du springst von Plattform zu Plattform, warum, weißt du nicht. Und das Wasser ist irgendwann nicht mehr zu sehen unter dir oder die schwarze Flüssigkeit. Du siehst dann irgendwann die Sterne besser funkeln und dann irgendwann hörst du eine Stimme, die zu dir spricht. Johnny. Oh, Johnny. Meine Frau? Nein, eine Männerstimme. Eine tiefe Männerstimme. Oh. Okay. Willkommen, Johnny. Sehe ich schon irgendjemanden? Du siehst keinen. Es ist völlig leer hier. Willkommen, Johnny. Okay, bin ich tot? Nein, du bist nicht tot, Johnny. Du bist auserwählt, Johnny. Okay. Ich mache dir ein Geschenk, Johnny. Was denn? Whisky? Besser als Whisky. Und dann schwebt die nächste Plattform nach oben zu dir heran. Und auf dieser Plattform siehst du eine Art, ja, grob behauenen Stein, so, der da steht, so einmal einen Meter groß in der Mitte von dieser Plattform stehen. Und auf der Plattform liegt ein Geschenkpaket. Oh, das ist das Geschenk? Ja. Nimm es an, Johnny, nimm es an. Mein Geschenk an, okay, dich. Ich pack's aus. Dann gehst hin, fasst das Geschenk an, ziehst das Geschenkband so auf und in dem Moment schlägt Johnny bei euch da die Augen auf und ist wieder völlig, völlig bei Sinnen. Dein Arm schmerzt wie Bolle, ist abgebunden mit merkwürdigen Mullbinden und einem Gürtel und um dich rum steht zumindest Dave und John, die irgendwie, hallo, und irgendwo im Hintergrund schreit Konstantin immer noch wie bekloppt. Ja, und Dave, der ihm halt so ins Gesicht tätschelt, dass er halt wach wird. Ja. Ich würde ihn anschreien. Ah, verdammter Hacke, was ist... Ah! Ah! Und würde halt beweg dich nicht. Oder versuch deinen Arm nicht zu bewegen. Ja, ich schrei halt trotzdem, weil es weh tut. Jetzt schreien zwei Leute wild durch die Gegend. Konstantin wird von mir... Ich drücke ihm den Mullbild in den Mund, dass er da drauf beißen kann. Dem Johnny, okay, dann schreit mir noch Konstantin. Johnny. Konstantin drücke ich übrigens momentan auf diese Wunde mit Konstantin einer Konstantin hat keine Wunde. Die kauterisierte, ne? Ja. Die ist doch abgeheilt. Die ist abgeheilt, ja. Da gab's noch die Spritze. Ach stimmt, wir hatten ja dieses, genau. Der war nur ein bisschen am Durchdrehen. Du siehst immer noch keine Wunden bei mir, weil ich da immer noch den Anzug an habe. Korrekt, ja. Ja. Aber ja, der Anzug ist auch nirgendwo irgendwie beschädigt oder so. Nee, ich halte ihn weiter fest, passt schon. Also wenn ich mag, dass Johnny einigermaßen Ruhe gibt, gehe ich rüber und drücke auch Konstantin in den Mund. wenn er es ausspucken will, dann binde ich noch eine Binde drumherum. Dass ich nur noch durch die Nase atmen kann. Okay. Ich bin dafür, dass ich die versuche auszuspucken.
Ja. Versuchst du. Bist du ruhig? Wenn du ruhig bleibst, dann. Nein, ich kriege weiter vor Schmerzen. Ja, was macht er jetzt mit den beiden Verletzten? Oder ich, mit dem einen Verletzten, der andere, ich weiß nicht, vielleicht simuliert der, keine Ahnung. Er hat ja nichts. Johnny, kümmere dich um diesen. Kümmere dich um Konstantin, ich gehe rüber zu Johnny. Dann würde ich zu Johnny rübergehen. Johnny, wie geht's dir? Kannst du aufstehen? Ja, beschissen geht's mir. Verdammt, was ist denn hier los? Willst du mir den Arm abbinden? Ja, ich musste. Tut mir leid, ich musste. Ich will ins Krankenhaus. Ich will, dass dieser Arm, dass der gerettet wird. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe ja mein Möglichstes getan. Wir müssen zurück zur Basis. Ich möchte ein bisschen Mullbinde in Richtung John spucken. Boah. Ja, ich will da jetzt auch nicht kurz ausweichen. Man sieht mir an, dass ich überfordert bin mit der Situation. John. Ich sag die ganze Zeit, ist alles gut, das schaffen wir schon. Und ich kriege mich halt immer so fragend in der Gegend rum und auch so in der Hoffnung, dass da jemand wäre, aber da ist ja keiner. John, hast du das Zeugs eingesammelt? Hast du die Tüte? Wo ist die Tüte? Achso, Johnny und John ist immer ein bisschen komisch, ne? Greifst du neben mich? Hier müsste eine sein. Na gut, da müsste zumindest Johnnys T-Shirt drin sein, also genug Zeugs, oder genug Material. Mhm. Ruf das Taxi. Ich greife nach dem Handy und drücke einfach. Taxiruf, ja. Dieser eingespeicherte Nummer. Okay. Ja, Johnny, neben der Stelle, wo du wieder aufgewacht bist, du warst ja generell auch ja neben diesem, neben dieser, ich nenne es jetzt mal Sickergrube von dem schwarzen Zeug, was du da versucht hast mit deinem T-Shirt aufzusammeln, hörst du auf jeden Fall auch wieder dieses Flüstern. Johnny. 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 Hallo? Ja? Johnny. Frag noch was von dem Schleimgeblitz an. Ja. Johnny fragt gerade, was ist denn? Zu der schwarzen Suppe gucken. Ihr hört das übrigens nicht, es hört nur Johnny. Was ist los, Johnny? Komm weg hier. Hilfe! Ich würde dann ich das schwarze packen. Zeug. Ich nehme das schwarze Zeug. Ich bin damit eh schon in die Büro rumgekommen. Ja, nimm mich mit, Johnny. Okay. Bevor sich noch einer anderer hier kontaminiert. John hat doch das schwarze Zeug schon in der Tüte. Gib es mir. Was meinst du? Mein Schatz. Gib es mir. Nein, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Pass gut auf mich auf. Wollt ihr etwa auch noch infiziert werden? Ich bin damit in Berührung gekommen. Wir sollten kein Risiko eingehen. Das ist in der Tüte und da bleibt es auch. John, was macht das Taxi? Hast du jemand erreicht? Wir halten mir halt immer noch den Hörer ans Ohr, also das Handy ans Ohr und gucke mal. Ja, klar kriegst du ein Taxi. Es ist unterwegs. Schnell hier. 3 Straßen weiter habe ich es bestellt. Gut, dann raus hier. Aber wir sollten vielleicht... Ja, draußen ist die Hölle los, da die ganzen Soldaten alle irgendwie erstmal mit Zombies beschäftigt waren und dann mit einem wütenden Hund, der mehrere Soldaten getötet hat. Da sind gerade auch Sanitäter unterwegs, vielleicht das, was für Johnny und Konstantin, der immer noch Schmerzen hat, wie sonst was. Aber die sich gerade um blutende Soldaten kümmern, die am Boden liegen. Ihr seht mehrere von diesen Zombies, wie sie irgendwie geköpft oder total durchsiebt irgendwie am Boden liegen.
Kopf, wir flüchten durch die Kanalisation. Die ganzen anderen restlichen Soldaten haben echt große Mühe, die Menschenmenge, die Zuschauer irgendwie im Zaum zu halten. Die haben Gott sei Dank so einen Sichtschutz aufgebaut, aber so ein paar haben halt mit ihren Handys irgendwie oben drüber gefilmt oder sonst irgendwas und da ist gerade so nah dran, eine Panik auszubrechen. Ja gut, er hatte das drei weitere. Wo kommt das Taxi hin, John? Geh voran. Drei Straßen weiter. Ja, hier ja. Rum. Okay, ich würde. Nee, verdammt, pass auf, hier sind garantiert noch welche. Ja, ich würde halt die zwei anderen Schlawittchen mehr oder weniger packen und gucken, dass die. Ich ziehe die halt einfach mit und schon lasse ich selber laufen voran. Und die anderen packe ich halt mehr oder weniger im Kragen und schleife sie mit uns. Ja. Konstantin, der Schmerz lässt auch langsam nach. Es tut zwar immer noch weh, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass du die ganze Zeit brüllen müsstest. Wie am Anfang. Okay, ich jammere nur noch. Ja. Jetzt macht es wie ein kleines Kind, da brüllt halt, also gebrüllt hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, man schenkt euch auch relativ wenig Beachtung. Die Soldaten sind gerade mit wirklich anderen Sachen beschäftigt und ihr schafft es halbwegs ungesehen auch irgendwie durch die Absperrungen durchzukommen. Und draußen ist halt man, was ist da drin passiert? Ihr wart da, was ist da drin passiert? Und so, und man bedrängt euch jetzt. Kann ich noch einen von den toten Soldaten looten? Kann auch gerne stehen bleiben, aber der, was willst du denn looten? Was weiß ich, was so ein Soldat dabei hat. Irgendwas Nützliches. Ja. Er bleibt definitiv nicht was stehen, weil er wird damit mitgeschleift. Ja, dann wirst du. Weil ich irgendwie schnell unauffällig einpacken kann. Dann wirst du wohl, keine Ahnung, das Gewehr vielleicht? Was Kleineres. Eine Pistole? Kampfmesser? Ja, das. Sowas in der, was ich beim Vorbeigehen irgendwie. Ja. Eine Sonnenbrille. Kannst du ja auswürfeln. Bitte? Ja, eine Sonnenbrille ist gut. Ja. Eine Sonnenbrille ist gut. Ja, so eine tolle, so hier so eine Pilotenbrille oder sowas. Hatte der auf. Wollte cool sein. So. Ja. Und dann, die Leute bedrängen euch. Ja, was ist los da drin? Und was war Schüsse und Geschrei und was ist passiert? Gehen Sie weg. Machen Sie den Weg frei. Hier gibt's Verletzte. Was? Verletzte? Was ist passiert? Oh, Terroristenanschlag schon wieder. Ich würde vielleicht auch gerne dieses Tumult etwas nutzen, um den lieben John die Tüte zu klauen. Ja, der ist das so. Der hält die nicht besonders schätzt. Wie stellst du das denn mal? Du guckst so links, rechts. Du hast sie halt nur in der Hand, ne? Ja, lassen Sie uns durch. Ich würde halt auch mal. Ich rufe halt immer in die Menge. Lassen Sie uns durch. Wir wissen nicht genau, was da los war. Und wir sind angegriffen worden. Angegriffen? Sie sind angegriffen worden! Ah! Ja, das ist schon, fangen die Ersten an, irgendwie wild durch die Gegend zu laufen. Und ihr müsst euch da wirklich mühsam euren Weg durch die Menschenmenge durchwühlen. Und kommt dann irgendwann drei Straßen weiter zu dem Treffpunkt mit dem Taxi. Und wo wollt ihr dann hinfahren? Johnny, du hast inzwischen die Tüte abgegriffen, während John irgendwie versucht hat, ein paar Gaffer abzuwehren. Also wenn ich das mitkriege, nehme ich dem die Tüte wieder ab. Guck mal, ob du das mitkriegst. Ja, nee, du kriegst es gerade nicht. Du bist auch damit beschäftigt, den Konstantin hinter dir herzuschleifen. Der bleibt bei jedem möglichen Soldaten und Typen immer stehen. Na gut, ich habe ja eigentlich, ich hab ja eigentlich beide im Nacken. Ja. Der Johnny lässt das. Ich habe mittlerweile die Sonnenbrille aufgezogen. Ja. Na gut. Wir sind jetzt beim Taxi. Wo soll es denn hingehen, die Herren? Einfach weg hier. Geradeaus, rechts, links. Was sind denn das für komische Anzüge, die sie da tragen? Waren sie da drin? Nein. Kein Kommentar. Es geht in die Butcher Street. Aber schnell. Butcher Street, ja klar. Auf dem kürzesten Weg. Er hat Butcher Street gesagt. Nein, der hat Butcher Street gesagt. Butcher, nicht Lutscher. Butcher.
Was macht Johnny mit der Tüte? Hält er die einfach noch fest oder? Nee, ich habe die versteckt in dem Gold. So, ja, also die war schon relativ groß, die Tüte. Ich habe sie trotzdem gut versucht zu verstecken. Hat wie so ein kleines, wie so ein Babybauch unter seinem Pulli gemacht. Wahrscheinlich. Er hat doch gar nichts mehr, der ist doch oben ohne. Ach stimmt, dann habe ich es mir in die Hose gesteckt. So, ja, mit so einem Teil hat er jetzt. Na gut, solange die Tüte noch zu ist, ist es in Ordnung. Ja, lässt du die Tüte zu? Ja, weiß ich nicht. Sagt die Stimme irgendwas? Die ist ja, momentan still. Steckst du in die Hose und machst auf. Ja, gut, wenn du still bist, dann lass ich das so. Dann mach ich nix. Gut. Zieh das T-Shirt wieder an. Das wäre auch cool. Nein. Gut. Ich sag ja, wir überleben den Tag nicht. Ja, ihr kommt an der Butcher Street an. Ich denke mal, ihr wollt zum Hauptquartier. Natürlich. Ja. Da ist wie haben die Adresse die gegeben, auf dem kürzesten Weg. So, die Herren, einmal Metzgerei. Macht, keine Ahnung, $15.50. Irgendwie habe ich mal Geld gekriegt. Ich drücke, glaube ich, einen 20 in die Hand oder so. Fertig. Der Rest ist für Sie. Danke, danke. Geizkragen. So, ja. Ab rein in die Metzgerei. Und hinten durch, wo er. Genau, zur Chefin. Ja, gut, Dekontamination für unseren Freund hier. Ja, den konnte. Ich würde gerne den Dekontaminationsraum, den müsste er natürlich durchlaufen. Und. Ja, weil Johnny meldet sich dann wieder die Nein, Johnny, nicht da rein. Das geht nicht. Johnny, das musst du auch anders hinkriegen. Lass dir was einfallen, verdammte Scheiße. Ich würde mich umdrehen und weggehen. Nee, ich würde ihn packen. Also Johnny habe ich schwer im Blick. Also wenn er Anstalten macht, dann packe ich ihn. Das heißt, mehr Platz für Konstantin. Ja. Ich würde gern noch unseren Darth Vader in Spee suchen. Ja, der ist nicht da. Der ist wahrscheinlich hinter dem Kontaminationsraum. In den inneren noch. Gebäudeteilen. Ach, okay. Also, ich würde auch dafür sorgen, dass Johnny ausgezogen wird. Ich muss gerade erstmal auf Toilette. Erstmal muss ich auf Toilette. Ausziehen. Wo ist die Tüte? John, wo ist die Tüte? Was? Bin ich hier irgendwie verdächtig? Ich die kann wohl in den Getümmel verloren haben. Du Vollidiot, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, wir müssen zurück. Er guckt so total ungläubig. Wie konntest du die scheiß Tüte verlieren? Ja, da waren so viele die ganze Zeit hergedrängelt. Wir hatten zwei Verletzte, ich hatte Wichtigeres im Kopf. Ich hatte zwei Verletzte, du hattest nur die Tüte. Ja, wir hatten zwei Verletzte. Und das ist die Chance, Johnny. Keine Ahnung. Tja, lass die doch reden. Keine Ahnung, Leute, was da passiert. Leute, ich gehe erstmal kurz auf Toilette, Leute. Dann können wir ja nochmal zurück. Ich gehe mit. Ja, ich würde auf Toilette gehen in so eine Kabine rein. Mhm. Also gerne in die Kabine setzen. Mhm. In eine Kabine, okay. Dann sitzt du da jetzt auf dem Klo. Sagt die Stimme nichts? Nee. Dann würde ich Richtung Ausgang versuchen, mich zu schleichen. Fenster etc. etc. Ja, das Fenster ist ein bisschen klein, da passt du nicht durch. Komm ich ungesehen irgendwie raus? Aus dem Gebäude. Also auf dem Gang stehen die anderen drei. Ich weiß nicht, wenn die abgelenkt sind, aber dieser Dave, der war so aufmerksam. Ist irgendwo ein Feuermelder im, in der Toilette? Ja. Im Klo, Feuermelder? Ich würde mein Feuerzeug rausholen, erst eine Zigarette anstecken und dann den Feuermelder auslösen. Dann geht der Feueralarm los. Miep. Gut. Und, da würde ich Richtung Ausgang gehen. Ja. Ich würde reingrennen.
Ich summe die Melodie mit. Oui, oui, oui. Okay, ja, schön. Mhm. Also ich renne rein, Johnny, raus hier. Alarm. Was ist passiert? Na los, weg hier. Ja, und ja. Wieder raus. Zack. Gut gemacht, Johnny. Gut gemacht. Nicht raus. Solange es nicht raucht und Dings, ich weiß ja nicht, was der Alarm zu bedeuten hat. Es ist Alarm, ja. Alarm, aber ich weiß ja nicht, was das zu bedeuten hat. Johnny sagt die ganze Zeit, Feueralarm ist oder das. Ja. Wir müssen rein. Wir müssen zu Mutter. Was will John? Hier ist ein Feueralarm, wir sollten erstmal raus. Ja, weißt du, dass das ein Feueralarm ist? Wir müssen rein. Dieser Alarm, das ist ein Feueralarm. Es kann alles Mögliche sein hier. Ja, aber ich gehe doch nicht rein ins Gebäude. Kommen uns irgendwelche Leute entgegen, die rausrennen. Nee. Das Gebäude wird von Aliens angegriffen. Es sind irgendwelche anderen Leute, die hier sich im Gebäude jetzt gerade bewegen, die Anstalt machen, rauszurennen. Nein, ihr seid ja auf dem Gang, da sieht aber sonst nichts. Ich würde Johnny packen. Und wir gehen jetzt da rein. Du brauchst Sorgen für deinen Arm. Ich gucke so an. Ja, aber wenn da jetzt der Alarm ausgelöst ist, ist das ein sehr unsicherer Ort für Verletzte, oder nicht? Richtig, Johnny. Wir wissen nicht, was dieser Alarm zu bedeuten hat. Was sollen wir draußen? Wo sollen wir hin? Ich biete Johnny meinen Schutzanzug für Kontaminationen an. Wir sollten erstmal die Tüte suchen. Stell dir mal vor, was Mother mit uns macht, wenn wir die Tüte nicht finden. Ich meine, wie viel war da bitte drin? Das reicht vielleicht für die ganze Stadt. Du hast ja durchaus recht, aber wir müssen erst deinen Arm besorgen. Wir müssen rein. Du brauchst die Spritze, Johnny. Hat er nicht schon eine bekommen? Nee. Nein. Du hast eine gekriegt. Okay. Du und Bero auch. Bero auch, ja. Nein, es geht schon. Alles gut. Was sagt die anderen zwei? Rein oder raus? Und ich bin für rein. Und sagt es mit Nachdruck. Also ich will dir da nicht widersprechen, wenn du unbedingt rein möchtest. Also du bist dafür. Ja, wir müssen Johnny's Arm versorgen. Wir können ihn so nicht mitnehmen. Hallo, das ist noch ein freies Amerika. Ich raus möchte ich raus. Ich hatte eine Packung Kabelbinder. Ich fessel Johnny. Moment. Ich gehe zur Seite. Wenn du rausgehen willst, dann geh doch. Ja, ich würde rausgehen wollen. Also in dem Moment, wo er an mir vorbeiläuft, ja, mir den Rücken zudreht, kriegt er von mir einen Schlag im Nacken. Okay. Ich guck mir das Ganze total perplex an. Ja, Dave ist da drin geübt, Leute von hinten K.O. zu schlagen. Von daher hat Konstantin dann die Möglichkeit, mit seinen Kabelbindern Johnny dann zu fesseln, wenn er bewusstlos am Boden liegt. Ich möchte ihn gern wie so ein Kalb zusammenbinden, also die Füße nach oben und den heilen Arm da dran. Nein, du brauchst es nicht übertreiben. Es reicht, wenn man die Hände auf den Füßen, auf dem Rücken fesseln und die Füße. Die Hände, den kaputten Arm auch mit festmachen, ne? Ich will noch nach vorne gefallen, oder? Ja. Ja. Was ist mit der Tüte in meiner Hose? Die ist, ja. Noch heile oder geplatzt? Das ist eine berechtigte Frage. Das haben wir noch nicht festgestellt. Also er dürfte, trotzdem, es dürfte ja auch ausgefallen sein. Ich meine, er hat jetzt da ein T-Shirt und nochmal irgendwie ein Handtuch. Natürlich. Also, das ist ja richtig fett. Ich habe ja gesagt, er hat so einen Teil. Das findet ja den Blindesten auf. Also ich würde mal seine Hose aufmachen. Weil das fällt ja jedem auf, dass er da irgendwas drin hat. Ja, da ist die besagte Tüte. Läuft da was? So, John, du hast die Tüte verloren. Hier hast du sie wieder. Ich schmeiß sie ihm zu. Pass das nächste Mal besser auf. Ich gucke, diese sind so. Was zur Hölle?
Johnny, geht's dir eigentlich noch ganz gut? Ja, da ist bewusstlos. Ja, da wurde gerade K.O. geschlagen. Ja, trotzdem, ich sag das trotzdem in seine Richtung. Johnny, geht es dir eigentlich noch ganz gut? Ich realisiere, dass er gerade wieder bewusstlos geschlagen hat. Guck jetzt den anderen Zeug. Geht's dem eigentlich noch ganz gut? Die bringen uns ja gut, er hatte. Bitte nicht haben. Er hatte Kontakt mit dem schwarzen Zeug, wir wissen nicht, was es mit ihm gemacht hat. Ja, einer muss jetzt kontrollieren, ob die Tüte dicht gehalten hat. Ja, guck dir die Tüte an. Ja, mach doch selbst mal den Scheiß. Ach du. Ja gut, ich würde sie dann halt vorsichtig anfassen, an einer Stelle, wo halt die definitiv nicht beschmutzt ist. Läuft da irgendwas raus? Nee, ist noch hält. Okay, ja. Was macht der Alarm? Ist der Alarm weiterhin an? Der läuft noch. Und Konstantin immer zwischendurch mit der. Wiep, 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 wiep. Gut, ich würde sagen, los, lasst uns gehen. Und ich schmeiß mir Johnny über die Schulter. Ja. Ab in rein oder raus jetzt? Rein. Okay. Ja, dann das übliche Prozedere: Kleidung durch. Ablegen, persönliche Gegenstände ablegen. Nee, ich möchte wieder raus, ich möchte die Sonnenbrille behalten. Dann habt ihr den nächsten, der rauswählt. Pack diese Sonnenbrille weg. Ich kaufe dir eine neue, wenn es sein muss. Yeah. Okay, ich bin dabei. Okay. Ich bin dann wieder sehr perplex so, zu diesen beiden. So nach dem Motto, habt ihr... Geh duschen. Ja. Ja, das lasse ich mir auch nicht zweimal sagen. Dreh mich dann nochmal rum. Wo ist eigentlich die Töle von ihm hin? Hat die einer im Tumult gesehen? Welche Töle? Diese Töle, die da war, die wir gehört haben. Ach, dieser Köter da. Scheiß auf den Köter. Welcher Köter? Schön. Ich würde ich würde dafür sorgen, dass auch Johnny gut duscht. Gut, sein Verband würde ich aber trotzdem jetzt erstmal dran lassen. Ja, jetzt wo die ersten Wassertropfen von der Dusche dann Johnny treffen, davon wirst du natürlich wieder wach. Irgendwas schmerzt in deinem Nacken. Dann dein Arm natürlich. Was ist los? Und das was ist los? Du bist in der Dekontaminationskammer und wirst gerade abgeduscht von Dave. Habe ich noch meine Hose an oder hat er... Natürlich nicht, er hat sich völlig gekleidet und hat dich jetzt geduscht. Was machst du? Aber du bist gefesselt mit Kabelbindern. Okay, da würde ich nochmal schreien. Hilfe! Hilfe! Wo ist die Seife? Hilfe! So schön. Ja. Ich habe mir mittlerweile einen Stuhl besorgt und guck mir das Spielchen an von draußen. Von vor der Kamera. Wenn du jetzt Popcorn hättest. Ey, du bereust es. Und du wirst es irgendwann bereuen. Das kann man nie wieder rückgängig machen. Du wirst froh sein, dass ich das getan habe. Was habt ihr mit der Tüte gemacht? Das nächste Mal ist der Kopf ab. Hör ich noch meine Stimme? Das schwöre ich dir. Momentan nicht. Weiß nicht, haben wir die Tüte auch in den Abfall-Dingsbums geschmissen? Oder haben wir die da noch liegen? Ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt. Habt ihr die jetzt bei euren Sachen gelassen oder habt ihr die abgegeben? Ja, gut, ist die Frage, ob wir die abgeben mussten, weil letztes Mal kam ja eine Stimme, wo wir alles reinspeisen mussten. Genau, so war es auch diesmal. Weiß nicht, ob das diesmal... Also dann haben wir auch die Tüte da reingeschmissen. Okay, dann ist sie jetzt erstmal weg, die Tüte. Ja, und dann das übliche Spielchen wie letztes Mal auch. Neue Klamotten werden euch gegeben und dann könnt ihr euch wieder ankleiden. Die eine Tür geht zu, die andere auf, wie so eine Schleuse. Und dann könnt ihr da durch. Und ich würde auf jeden Fall Johnny ziemlich im Blick behalten. Dann geht dann durch so einen kleinen Gang durch und dann werdet ihr von so einem Scanner nochmal abgetastet, einer nach dem anderen. Bei Dave fängt es ein bisschen an zu flackern und dann kannst du aber trotzdem durchgehen und dann, ja, die anderen können einfach so durchgehen. Da passiert nichts großartig weiter.
Ja, und dann seid ihr auf der anderen Seite. Ich würde halt Johnny so vorantreiben. Vor mir. Ich würde ziemlich bockig gehen. Ja, und jedes Mal, wenn du bockst, kriegst du von mir einen Schlag im Rücken. So ein Push. Der dich dann erstmal wieder einen Meter vorwärts treibt oder so. Tut mir leid, Johnny, aber das muss sein. Du wirst es mir danken. Ja, irgendwann kommt ihr dann zu dem Bürokomplex, wo Mother normalerweise ist. Das Büro ist leer. Ganz leer? Ganz leer. Ich habe doch bisher außer dem vorne dem Metzger, der vorne im Ladenlokal ist, noch niemanden gesehen. Das ist auch komisch. Sonst waren hier mal ein paar Leute, die hin und her gelaufen sind. Ist dort was zu trinken irgendwo? Im Büro, klar. Alkoholisch? Ja, sicher. Das ist, habt ihr ja schon letztes Mal gesehen, dass das so war. Es ist immer Dave noch an derselben Stelle. Also hinzeigen. Ich würde Dave rufen und da so hinzeigen, hinnicken. Ich so, kannst du mir vielleicht ein Glas machen? Ich habe wirklich Durst. Ich brauche einen Drink. Ja, da hat schon. Das ist okay, dann kannst du dir genehmigen und ich würde ihm einschenken. John, ruf ruf jemand an, da müsste ja irgendwo ein Telefon auf dem Tisch stehen oder so, denke ich mal. Oder irgendwas. Ja, das ist der Laptop steht da auf dem Tisch. Jemand zu erreichen. Und aber sonst nicht viel. Kein Telefon ist da nicht auf dem Tisch. Und Laptop. Könnt durch die Glasfassade in Johnny, bei dir geht's gerade. Könnt durch die Glasfassade runtergucken in den Komplex, aber da ist irgendwie auch nichts los. Irgendwie total leer. Früher sind da immer diese komischen Leute hin und her gelaufen, diesmal ist es komplett leer. Kennt sich von euch jemand mit Computern aus? Ja, so für den Hausgebrauch reicht. Setz dich mal an diesen Laptop. Nach einem Anknopf und drücke den Anknopf. Computer geht an, Passwort. Probier es mit Mutti. MOTHER, alles groß geschrieben. Enter. Falsch. Noch zwei Versuche über. Ich fahre den Rechner wieder runter. Ja. Und klappe ihn nochmal zu, klappe ihn nochmal auf und gucke mal, ob irgendwo, hebe ihn nochmal hoch und gucke mal drunter, ob vielleicht irgendwie jemand irgendwo da. Also ich mach das. Nein. Jetzt wisst ihr beim Alucard, ist das Passwort immer unterm Computer, jetzt wisst ihr alle Bescheid, ja? Jetzt wisst ihr alle Bescheid, jetzt bin ich voll am Arsch. Die Glockkastenspülung ist auch ein gutes Versteck. Probier Ei, Herz, Konstantin. Ein neuer Versuch. Johnny, du trinkst übrigens das Glas irgendwie hastig herunter, wie das aber irgendwie nach den ersten zwei Schlücken, das ist wie Benzin. Voll eklig. Blach. Okay, ich würde Wie heißt dieser Hund? Wie heißt dieser Schoßhund von Mother? Wie hieß dieser Hund nochmal? Hector? Hector, ja. Victor. Hector. Hector. Gib Hector ein. Böp. System fährt sich automatisch runter. Fährt sich wieder hoch. Lässt sich nicht wieder hochfahren. Wir haben einen kaputten Laptop. Wir sollten schnell Wasser drüber kippen. Was? Nee, wir sollten wieder rausgehen. Vermischen. Dann wird gefragt, warum. Warum? Nee, leer was von dem Schnaps drüber. Ja, dann gibt dir den Schnaps über den Laptop. Okay, alles klar. Ich nehme einfach ein Glas und zerteppere das mal auf den Tisch. Okay. Also ich gucke die beiden
fragend an, so nach dem Motto, was soll das? Ich verwüste ein bisschen das Büro. Okay. Vertrauen mir. Ich schmeiß einfach ein paar Sachen um, also so wie wenn es einen Kampf gegeben hätte. Mhm. Und dann raus hier. Ist noch was von dem Schnaps? Ja klar. Moment. Johnny hat es wieder ausgespuckt. Johnny wollte nichts sagen. Ja, und wir sagen einfach, Johnny hat durchgedreht und es gab einen Kampf. Hallo? Hab ich da auch noch was mit zu reden? Hallo, ist mein Kopf hier. Nur weil du Ihre bist und nichts von Technik verstehst, ja, muss ich nicht meinen Kopf dahin halten. So habe ich nichts von Technik. Ich saß nicht am Computer. Ja. John hat's versaut. Nichtsdestotrotz. Was? Ja, du mit dem Whisky. So, meine Fingerabdrücke sind nicht am Laptop. Ich möchte gerne das ausgespuckte Schnapsgetränk probieren. Ob es komisch schmeckt. Wie hast du das denn ausgespuckt, Johnny? Hast du es so einfach in den Raum? Ja, beim Runterschlucken habe ich ja gemerkt, dass es nicht schmeckt. Nee. Und dann einfach wieder raus. Ins Glas. Nein, auf die Erde. Okay, ja, dann wirst du da nicht viel, dann müsstest du schon die Erde ablecken. Ja, so mit dem Finger einmal rein und dann. Ja, feinster Schnaps. Ja, gut, ich würde. Raus hier erstmal. Wir müssen jemand finden. Ich würde rausschreien: Hallo, ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand? Es heilt so ein bisschen hinterher. Ja gut, wir wissen ja, wo es letztes Mal zu dieser komischen Halle ging. Leute, ich sag ja, es hat gebrannt oder es brennt hier, es war der Feueralarm, die Leute sind raus. Riechst du irgendwo Feuer? Auch? Riechst du Rauch? Vielleicht ist hier irgendwie ein Virus ausgebrochen. Wissen wir es? Ich schrecke auf, als der Virus ausgebrochen ist. Das kann sein. Ja, ich würde mal in die Richtung gehen, wo letztes Mal, wo diese komische Halle war. Okay. Geht ihr. Ja, der Alarm geht immer noch weiter. Und Konstantin begleitet ihn mit Gesang. Und ja, über den, durch die Halle könnt ihr das, überall Menschen leer, keine Sau da. Die Zellen, die ihr da auch mal gesehen habt, sind auch alle leer. Türen sind aber zu. Dann, biegt ihr um eine Ecke. Ihr könnt irgendwie mal einen Aufmerksamkeitscheck machen, alle. Gucken, ob jemand noch Erfolge sammelt. Würfelst du für mich? Ich soll für dich würfeln? Ja. Moment, ich muss dann gerade. Was war nochmal Aufmerksamkeit? Ich gucke gerade. Wo haben wir denn da? Aufmerksamkeit ist auf. Ja. Im Moment mit der Aufmerksamkeitswurf ging hier, glaube ich, anders. Ja. Moment, ich guck's gerade. Ihr macht einmal Wits und was können wir da gut nehmen? Ja, da die. Ich habe Investigation. Ja, genau. Mach das mal. Nee, das ist eine Nachforschung. Ja, aber das ist. Ihr guckt euch ja gerade um, was ist hier so gerade passiert und so und forscht ein bisschen da, wo Leute sind und. Dann habe ich nur Witz, okay. Eins. Denk minus, wenn das nicht geskillt hast, ist es minus 3 Würfel. Moment, dann habe ich. Ich hätte 2 Erfolge, aber ich habe minus 3 Würfel, wenn ich nicht geskillt habe, also habe ich 0, mir fällt nichts auf. Da ja hier alles gegen die 8 geht, ich habe 1 Erfolg, 2 1. Nee, gegen 8? Dann hätte ich sogar mal einen Erfolg gehabt. Das ging 8. Oh, der. Ja. Der Sleep Nose ist voll gut. Mehrere explodierende Würfel hier. Ja, dann hört der Konstantin ein Summgeräusch. Summen hörst du. So über den Alarm. Wie von Bienen. Ich möchte mitsummen und in Richtung der Quelle gehen. Mhm. Mussten wir eigentlich unsere Waffen abgeben? Ja, alles habt ihr abgegeben an der Kontinentskammer. Hast du mal wieder Bademäntel oder nicht? Ja, ihr habt jetzt so neue Klamotten gekriegt, so im Style von dem, was ihr vorher hattet.
Dann würde ich gucken, ob ich irgendwas Waffenähnliches habe. Finde irgendwie eine Stange oder. Ja, eine Stange findest du wohl irgendwo. Eisenstange. Ja, eher so ein Brett oder sowas vielleicht. Ja. Habe ich eigentlich. Also, ja. Entschuldigung. Johnny, was wolltest du? Oder Konstantin? Nein, ich wollte gerade fragen, ob ich eine Hose habe, aber ist mir eingefallen, wir haben ja Klamotten komplett gekriegt. Komplett neue Klamotten gekriegt, ja. Ja, Konstantin fängt auf einmal an zu summen und läuft in eine bestimmte Richtung. Ich beobachte. Ich guck mal noch ab. Genau. Und sehe mich aber immer mal wieder um. So, also, als wenn man meint, immer kurz jemanden hinter sich gesehen zu haben. Ja, du merkst. Weil irgendwas stimmt doch hier gerade wieder nicht. Ja, der Konstantin gleich. Summt vor sich hin, wie Bekloppter. Richtig. Richtig. Und immer wenn er sich bis jetzt komisch verhalten hat, war irgendwas im Busch. Immer. Pass auf, jetzt kommen wir gleich in den Raum rein. Happy Birthday. Ja, das Summen führt den Konstantin um die nächste Ecke. Und dann verschwindet er erstmal, wenn die anderen ihm nicht folgen, aus dem Sichtfeld. Ja gut, ich würde versuchen, ihm schnellstmöglich zu folgen, ihm gar nicht groß aus den Augen zu lassen. Und was? Okay, du folgst, was machen die anderen? Aber ist hinter mir noch Dave? Ich bin vorne dran. Dann Dave ist hinter mir. Also ich würde gucken, dass ich ziemlich schnell hinter Konstantin herkomme und zum Schlag ausholen, eventuell, falls da was ist. Also direkt Schlag tot. Ich würd neben John herlaufen, dem Paranoiden. Ja, wo läuft denn John lang? Läufst du auch hinter Konstantin her? Alucard? Ja, ich lauf immer so ein bisschen hinterher, aber man sieht ihm total an, er ist total aufgewühlt und angekratzt und der tut das nur, weil der Mensch, also wirklich, er folgt gerade dem Herdentrieb, er tut das nur, weil der Mensch. Okay. Ja, dann geht's um die nächste Ecke und Konstantin, ja, du entdeckst dann auch irgendwie am Ende des Ganges, in den du gerade eingebogen bist, da fliegt so ein kleiner Bienenschwarm. So, summt so ein kleiner Bienenschwarm? Ja, so eine Handvoll Bienchen, die da in der Luft herumschwirren. Besondere Bienen? Bienen. Fliegen sie um irgendwas herum? Nee, die schweben da in der Luft. Ich würde den an der Schulter packen und stehen bleiben. Es ist so ein Gang mit so kleinen so Zelltüren an den Seiten, mit so Glaszellen, die alle offen sind, bis auf die letzte, vor der die Bienen hin und her schwirren. Haben wir irgendwas, was rauch produziert und was wir unbedingt für Feuer machen können? Den Alkohol. Johnny, du hast doch Zigaretten. Alles was? Abgegeben. Ich hatte Zigaretten, ich habe aber alles abgegeben. Ja. Können wir ein Feuer entfachen und Kleidung verbrennen? Mit was willst du Feuer machen? Bienen schlafen ein, wenn sie Qualm abbekommen. Mit was willst du Feuer machen? Wir sollten vielleicht noch mal zurück ins Büro, vielleicht ist da was. Ich reibe mich an, Dave. Wenn wir einfach ganz langsam gehen, bevor hier uns irgendwelche Bedrohungen entgegenschlagen. Ist da irgendwo ein Feuerlöscher? Nee, nicht sichtbar. Siehst überall so Sprinkleranlagen an der Decke, aber sonst. Aber Feuerlöscher irgendwie an der Wand. Die halten die Sicherheitsbestimmung halt eben auch nicht ein. Und sind auf der Vor vielleicht Feuerlöscher mal irgendwo aufgefallen? Nee. Wir sollten vielleicht vorsichtig sein. Wie hoch ist die Decke in etwa? Sind ziemlich hoch. So, dass das ist so 7 Meter hoch, bestimmt ist ein offener Trakt noch. Ja, und
Ja, und was sind die? Sind die eher niedrig, sind die eher Die hoch? schwirren so knapp über Boden vor dieser einen Zellentür. Am Ende des Gangs. Sind aber jetzt nicht an uns interessiert unbedingt. Die kommen zumindest nicht zu uns. Also ich würde mal. Gut, ich würde mal vorsichtig dahin gehen. Langsam. Ich möchte gern hinter der Ecke stehen bleiben und mir das Ganze angucken. Mhm. Also ich bleibe. Ich würde mich ganz, ganz, ganz langsam bewegen, also nicht aggressiv, sodass ich die Bienen verschrecke. Ey, block sie weg! Also ich ignoriere jetzt, was er da sagt, weil ich weiß, dass man da jetzt nicht fuchteln sollte. Also ich würde mich ganz, ganz langsam vorschieben und dann versuchen, einen Blick in die Zelle zu erhaschen. John? Oder irgendwie ein Glas oder... Ich atme einmal tief durch und versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen, weil ich auch mal gehört habe, dass Bienen auf Bewegung reagieren. Mhm. Und ich versuche, die Bienen durch mein Summen zu beruhigen. Johnny? Ja, also Dialekt. Ich würde mich hinter John verstecken. Okay. Dann tastet sich Dave langsam nach vorne und erhascht einen Blick in die Zelle. Ist ja auch Glas. Und da liegt eine Frau am Boden in einem, ja, in einem, das ist halt eine Zelle mit einem Schemel und einem Bett und einem Tisch und so einem Schrank. Und die hat halt so weiße Laborklamotten an. Blonde Haare. Relativ schlank. Ist auch nicht unsere Chefin. Nein. Kommt sie mir bekannt vor? Die Haare? Müsstest du gucken gehen. Du hast ja hinter John versteckt, der da immer noch sich möglichst wenig bewegend im Gang steht. Ja, ich. Okay, dann also würde ich würde, ich würde mich schauen. Und ich würde vorsichtig umdrehen, da liegt eine blonde Frau. Aber die wird da wahrscheinlich nicht umsonst verlegen. Sieht es so aus, als wenn es eine Gefängniszelle wäre? Es ist zumindest eine Zelle. Oder wirkt es so? Also es wirkt wie eine Gefängniszelle, ja. Wie jetzt ein Labor. Ja, du würdest das sieht nicht aus wie ein Wohnraum. Nee, Wohnraum auf jeden Fall nicht. Gut. Ja, und du siehst jetzt, Dave, wo du näher dran bist, dass immer wieder so eine Biene immer wieder gegen diese Glaswand fliegt. So, puck. Und dann wieder zurück. Und dann die nächste. So, puck. Als ob die da versuchen reinzukommen. Aber was soll das? Ich würde mir mal gerne nach und nach die anderen Zellen angucken und so langsam vor zu den anderen kommen. Ja, die anderen sind alle leer. Ob dann keine Auffälligkeiten, keine Zellen? Ziemlich steril leer. Sind halt die Möbel drin. Waren die Zellen offen oder waren die geschlossen? Die waren alle offen, nur die letzte da, wo du jetzt vorstehst, die ist zu. Stehen in den anderen Zellen Stühle, die man bewegen kann? Ja, sind so Plastikstühle. Ja. Auch irgendwas Größeres, Härteres? Die Tische sind mit dem Boden verschraubt, also das ist irgendwie schwer abzukriegen. Das Bettgestell ebenfalls, also da gibt es jetzt nicht viel, womit man jetzt irgendwie zuschlagen könnte oder sowas. Ist da irgendwo so ein Wächterhäuschen oder irgendwas, wo ein Wärter sitzen könnte? Nee, aber du hast, wenn du drauf achtest, mehrere Kameras gesehen im Gang. Und auch in jeder Zelle. Okay. Offene Kabel oder so, dass man weiß, wo sie lang verlaufen? Nee. Muss ja irgendwo ein Kontrollraum sein. Scheinen irgendwie mit Funk oder sowas zu funktionieren. Zumindest kannst du keine Kabel sehen. Oder sie gehen halt durch die Verankerung direkt mit in die Decke. Erstmal könnt ihr mich vielleicht losmachen. Ich würde gerne das Ganze hier mit euch aufklären, ja? Leider kein Messer. Dave, du bist hier stark. Ich habe kein Messer. Ich weiß nicht, ob ich das. Die Beine wird er ja wahrscheinlich frei haben, sonst könnt ihr ja schlecht laufen. Aber ich warne dich. Aber ich vertraue dir erstmal. Und ich reiß das Ding auf. Dankeschön.
Wir sollten erstmal den Funkraum suchen, da die Akten mal studieren und schauen, was hier vorgefallen ist. Also in dem Augenblick, wo du befreit, wo deine Hände befreit sind, hörst du so Freiheit, süße Freiheit in deinem Kopf. Ja. Dave, wir sollten die Kameras überprüfen. Wir sollten den Kontrollraum suchen. Wir sollten uns aufteilen. Ja. Na, die Idee mit dem Kameraraum ist gut, aber wo ist der Kontrollraum? Hier ist die Frage. Das heißt, wir können uns alle Informationen besorgen, die wir haben wollen. Alles. Ja, da müssen wir suchen. Aber übrigens, apropos Informationen, irgendwie an der Außenwand dieser Glaszelle ist auch so ein Kasten angebracht, wo eine Akte drin ist. Hab ich vergessen zu erwähnen. Also, ja, gut, ich würde gerne nehmen. Ja. Was steht da dran? Da ist Patient 404, Gaias Kind, unter Beobachtung, der letzte Eintrag, dann keine Auffälligkeiten. Was ist das für ein Name, Gaias Kind? Was soll das heißen, Gaias Kind? Ich würde da mal anklopfen gegen die Zelle. Pock, 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 pock. Keine Reaktion von der Frau, die am Boden liegt. Aber es versucht gerade wieder eine Biene. Fliegt gegen das Glas wieder zurück. Wir müssen weiter. Die Bienen helfen. Wir sollten den Kontrollraum suchen. Die Idee von Johnny ist gut. Also es gibt keine Türklinke an der Tür oder so, ne? Doch. Von außen. Von würde ich die Tür einfach gerne aber aufmachen. Was ist verschlossen. Scheiße, hätte ja klappen können. Hätte sein können. Sind schon Gruppen dran verzweifelt, wenn natürlich die einfach offen war, ja. Wir müssen weiter, hier muss doch irgendwo jemand sein oder dieser Kontrollraum. Ich muss Dave recht geben. Wir sollten uns hier schleunigst umsehen, bevor die Leute wiederkommen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Informationen, die wir sonst nicht kriegen würden. Okay, dann geht ihr weiter an den Bienen vorbei durch die Tür, die im Gang ist. Einmal durch. Und im nächsten Gang seht ihr auch direkt schon, dass er nochmal eine große Biegung macht. Und diese endlos wirkenden Gänge, die es hier in diesem Gebäude gibt, kennt ihr ja schon. Die scheinen sich immer zu schlängeln und zu wirren, sodass man irgendwie nach ein paar Metern nicht mehr genau weiß, wo man ist. Wenn nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links läuft. Aber irgendwann kommt ihr dann wieder an eine Abzweigung, wo dann auch so ein Wegweiser dran ist. Und der eine zeigt halt Richtung Kontaminationsraum, der eine Richtung Kantine, einer Richtung Bürokomplex und der, aus dem ihr kamt, war Testsubjekt betitelt. Also ich denke mal Richtung Bürokomplex. Wenn es irgendwo Informationen gibt, dann im Bürokomplex. Gebe ich recht. So, ich nicke. Wisst ihr, was mich allerdings wundert? Dass hier keiner ist? Ja, nicht nur das. Als wir das erste Mal drin waren, sah hier alles sehr, sehr gut geschützt aus, oder nicht? Virus? Immer noch? Oh. Vielleicht ist eins von diesen schwarzen Monstern ausgebüxt. Das wäre durchaus möglich. Wir sollten vorsichtig sein. Ihr solltet euch bewaffen. War da irgendwas mit Waffenkammer? Nee. Gut, dann weiter Richtung Bürokomplex und ihr kommt tatsächlich bald in einen ziemlich großen Großraumbüro mit so einem typischen, mit diesen kleinen Großraumbüroboxen, wie man die aus dem besten, schlechtesten amerikanischen Film kennt. Ziemlich groß, es sind bestimmt 200 Boxen in diesem Großraumbüro. Dort halt wieder gucken, ob es irgendwas Waffenähnliches gibt. Computer wahrscheinlich. Computer, teilweise laufen die auch.
Und die John, versuch dein Glück. Personen sind irgendwie nicht sichtbar, also keine da. Geht ein bisschen rum, also als an Waffen oder so, ihr könnt, also da gibt es auf jeden Fall jetzt sowas wie Brieföffner, die man zweckentfremden kann, oder Stifte, jede Menge. Also ich könnte mir einen Brieföffner aus vornehmen. Ich möchte gerne Kugelschreiber einpacken. Ja. Dutzendweise. Ja, durchsucht so eine Box nach der anderen und in zwei von den Boxen, die ziemlich in der Mitte sind, findet ihr über den Stuhl, über die Stühle, über den Bürostuhl gelehnt, so Klamotten, die leer sind. Als ob da einer gesessen hätte und jetzt nicht mehr sitzt, aber nur die Klamotten übergeblieben sind. Gut, Klamotten durchsuchen. Ja, ist ein Handy, einmal in der Hosentasche und in der anderen gibt es noch einen Schlüssel. Einpacken. Ist es ein Autoschlüssel, ein Privatschlüssel oder sieht das aus wie vom... Das sieht aus wie so ein Privatschlüssel, da ist so ein kleines so ein Schildchen dran, wo so ein Familienfoto dran ist. Ja, das lasse ich, das ist uninteressant. Irgendwie sowas wie eine Keycard oder so? Nee. Können wir das Familienfoto vielleicht mal unserem Herrn Wilkinson zeigen? Ja. Unbekannte Familie. Warum zeige ich dir mir sowas und würde das so nach hinten wegwerfen? Ich guck mal auf das Foto. Ja, das ist eine Familienfoto. Vater, Mutter, zwei Kinder. In irgendeiner Familie. Ist da sonst noch irgendwas in den Jacken oder so? Irgendwie Keycard oder so? Nee, hast du schon gefragt. Habe ich schon beneint. Ja, okay, habe ich nicht gehört vorhin. Und Konstantin, durchsuchst du mit, ja, ne? Ja. Ja. Ah, du bist super gut da drin. Haben wir eben schon festgestellt. Dann hörst du ein Geräusch von jenseits des Bürotraktes, irgendwie da, wo das Chefbüro ist. Und gleich das Quietschen, so wie... Ah, ich konnte es benutzen. Ich schleiche mich in Richtung diesen Büros und immer wenn es knarzt, bewege ich mich. Was? Mhm. Was? Ja, das ist total unauffällig. Zumindest wenn die anderen ein bisschen auf dich gucken. Wo rennt der schon wieder hin? Konstantin, was machst du denn? Psst. Vielleicht solltet ihr ihn mal irgendwie fesseln. Er hat dich fesseln. Ja, Konstantin kommt an dem Was ist denn? Ich werde halt auch hinterher schleichen. Ja, Konstantin kommt aber als erstes auf jeden Fall an dem Büro an. Öffnest du die Tür? Verschlossene Tür? Ich will so reinlunzen. Ja, das ist verschlossene Tür? Ja, nein, die ist offen. Guckst rein und da sitzt halt ein Mann irgendwie an dem Chefpult, den du kennst. Und da hat so die Füße. Oh, Doktor. Nein, der hat so die Füße so nach oben. Irgendwie auf, so die Hände so auf dem Bauch und dreht gerade Däumchen, raucht eine Zigarre. Das ist der Mann, der dir da einen coolen Deal verpasst hat. Mit dem du den Deal abgeschlossen hast. Mr. D. Und ich mich da überhaupt noch so gut dran erinnern? Mhm. Der ist, du kennst ihn auf jeden Fall. Hallo Konstantin! Wie bist du denn hier schon wieder reingeraten? Gelaufen. Nein, das denke ich mir. Ich bewege mich simultan zu seinem Knarzen weiter, in Richtung Raum, rein. Ja. Und, ich sage ihm das. Sage, dass er mir irgendwie bekannt vorkommt. Das hoffe ich. Wir haben uns ja schließlich geschäftlich schon geeinigt, nicht wahr? Aber warten wir doch mal, bis deine Kumpels hier reinkommen. Die kommen ja jetzt auch gleich. Und schon steht Dave in der Tür. Ich bin ja hinten. Tauchen wir jetzt ich stelle da auf, ne? Vor Dave O'Malligan, Mr. D. Kommt mir der Typ bekannt vor? Nö, du hast ihn noch nie gesehen.
Der hat ist ein ziemlich junger, vielleicht irgendwie Ende 20, in einem Business-Anzug, raucht Zigarre, Kurzhaarschnitt, der sieht ziemlich schick, wie so ein schicker Jüngling aus, so ein Snob. Hat eine Sonnenbrille auf. 3 Tage Bart. Total unsympathisch halt. Ah, er ist ein Sunny Boy, so ein bisschen, ne? Ja, also ich habe ihn schon gefressen. Ja. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Herr O'Malligan. Ich kann es leider nicht bejahen. Was ist hier los? Was weiß ich? Ich sitze hier schön rum und mach's mir gemütlich. Ist ein ganz gemütlicher Stuhl. Wo ist Marder und wo sind die anderen? Was weiß ich? Interessiert mich das nicht? Nein, das interessiert mich nicht. Mich interessiert dieser tolle Stuhl. Ich glaube, ich nehme den mit. Ich würde mal näher rangehen und mich ein bisschen aufbauen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das nicht zu interessieren hat. Schließlich sind sie hier. Sie doch auch. Wollen Sie auch einen Stuhl? Dieser Mann ist böse. Dieser Mann... Dem bist du nicht gewachsen, Dave. Nochmal die Frage, was ist los, was machen Sie hier? Ich habe nach einem tollen Stuhl gesucht. Mhm. Dave, das könnte nach hinten losgehen. Ja, warum, Konstantin? Du bist doch noch gar nicht da. Ja, ich wollte gerade fragen, was die anderen beiden machen, weil sie da Gespräche hören aus dem Büro. Ich würde ich auch ja einfach mal hingehen, weil, naja, endlich mal mein Lebenszeichen ist ja auch mal ganz nett, ne? Mhm. Dann taucht auch ihr irgendwann in der Tür auf. Oh, noch 2 Herren! Guten Tag. Weil sie einen tollen Stuhl wollten, sind sie ausgerechnet hierher gekommen und nicht. Aber ich hab einen Tipp gekriegt, dass es hier die besten Stühle gibt. Und es war richtig. Mr. D, das sind John und Johnny. Ja. Freut mich, D, mein Name. Ah, hallo, Mister. Also meine Augen verengen sich zu Schlitzen. Ich sage zu John und Johnny, das könnte spannend werden. Ja, ich glaube auch. Flüstere ich natürlich. Was macht ihr denn hier, wenn ihr mich schon fragt, was ich hier mache? Wir suchen die Bewohner dieses schönen Hauses. Ja. Ich habe noch keine gesehen, aber das ist ja halt die Gelegenheit, diesen Stuhl mitzunehmen. Der steht auf und schiebt den nur ein bisschen vor sich her. Ich würde vor ihn treten. Mhm. Und dann? Er stoppt. Setzen Sie sich erstmal wieder. Lächelt dich in an. Ihren tollen Stuhl. Bitte nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Jetzt setzen Sie sich doch erstmal wieder in Ihren tollen Stuhl. Sie sollten ihn vielleicht Probe sitzen, bevor Sie ihn mitnehmen. Vielleicht ist er doch nicht so toll. Habe ich doch gerade schon gemacht. Das ist der bequemste Stuhl in den ganz New York. Und ich habe ihn gefunden. Das ist meiner. Sie haben ihn gefunden, aber er gehört Ihnen nicht. Auch jetzt schon. Aha, wieso können Sie sich das erlauben, Wasser zu bestehlen? Ich lege hier ein paar Scheinchen hin, das Ding wird, keine Ahnung, $200 würde Leuten reichen. Oder? Unsere Mutter ist keine Hure. Das habe ich nicht behauptet. Sehr schön. Wir sind nicht käuflich. Ich wollte sie auch nicht kaufen. Ich wollte den Stuhl. Stern nehmen und klatsche Beifall. Sie kommen also hier hin. Ja? Weswegen? Weswegen sind Sie hier? Sie sind der Einzige im Gebäude. Wegen das dem kommt mir alles ein bisschen spanisch. Wegen dem Stuhl. Ich glaube Ihnen gar nichts. Hörst du dem Mann nicht zu? Dave? Und würde mit dem Ellenbogen versuchen, so ein bisschen anzufangen. Also Ihre Geschichte kommt mir doch etwas suspekt vor. Konstantin, du scheinst ihn zu kennen. Wer ist dieser Mann? Mr. D. Ich habe ihn ja gerade vorgestellt.
Konstantin, Mr. Hardcastle und ich hatten geschäftlich miteinander zu tun. Können Sie das jetzt etwas genauer sagen? Das tut mir leid, aber über Geschäfte rede ich nicht so gerne. Das ist mit vertraglich vereinbart, dass man Stillschweigen bewahrt. Natürlich könnte Herr Hardcastle von sich aus erzählen, was für eine Art Geschäfte wir machen. Er ist natürlich nicht so gebunden. Ich weiß nicht, ob er das möchte. Aber Konstantin, was für Geschäft meint er? Er hat mir letztens eine Dose Bonbons verkauft. Zu meiner Schnapsflasche. Ich würde den so in die Seite reinboxen, so in die Rippe. Aber jetzt nicht so feste, dass ich ihm Schmerzen zufüge, sondern nur unangenehm. Mir? Ja. Also jetzt mal so zur Frage, du hast gerade mit dem einen Arm Dave angetippt und du willst mit deinem kaputten Arm mich antippen? Ja, anscheinend schon. Ja, ist ziemlich heftig. Es wird ihm auch nicht wehtun. Ja. Dann drehe ich mich und dann mache ich so. Oh, was haben Sie denn da gemacht? Das sieht schmerzlich aus. Ja, mich es piekst tut und ich auch tue zusammen. Aber ich weiß nicht, was sie das angehen sollte. Entschuldigen Sie, es geht mich überhaupt nichts an. Ich frage nur. Der Mann ist ein guter Ersthelfer. Der kann helfen. Ich helfe gerne. Nicht umsonst, aber ich helfe. Konstantin, ich frage dich noch einmal und es wird das letzte Mal sein. Was für ein Geschäft hast du mit diesem Mann abgeschlossen? Er setzt sich wieder hin. Oh, ist der bequem, der Stuhl? Oder zählen wir nicht alte Bonbons zu kaufen? Ich hatte mal wenig Geld und zu viel Zeit und dann haben wir so ein Geschäft gemacht und nichts Besonderes. Ich atme einmal ganz tief und laut. Was hat ihn jetzt verarscht uns nicht? Deswegen sitzen wir hier alle in der Kreide. Wir sitzen nicht alle in der Kreide. Also ich sitze auf einem ziemlich bequemen Stuhl. Da stimme ich dir zu. Deswegen sind wir nochmal hier. Überleg mal. Wegen der schwarzen Suppe von unserem Kollegen? Nee, davor. Was davor? Auf mich an, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein. Sehr schön, ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Johnny, verfluchte Scheiße, wir haben allen Grund hier zu sein. Und der ist jetzt nicht ganz so freiwillig, wie du vielleicht mal wieder denkst. Das ist jetzt mal nur am Rande. Also komm endlich in die Pötte und sag uns, was du hier gemacht hast. Diesmal war ich's nicht. Diesmal bringen wir dich dafür auch noch nicht um. Ey, niemand bringt hier irgendwen um. Das, zumindest nicht, wenn ich dabei bin. Ja? Ich könnte jetzt rausgehen, dann könnt ihr den umgehen. John braucht ein schlagkräftiges Argument und ich würde ihm meine Waffe, mein Brett oder was ich da hab. Ja, Sie schlagen mich gleich wieder. Hau ihn einfach in die Seite, es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Konstantin, wir sitzen hier alle in einem Boot und ich will dir nicht unnötig wehtun. Also ich sitze nicht in einem Boot, ich sitze in einem Stuhl. Aber gut, ich. Der gemütliche Stuhl. Ich mische mich da gar nicht ein. Sie halten jetzt erstmal Ihren Mund. Oh, wer sind denn Sie, Herr O'Malligan, dass Sie mir den Mund verbieten können? Ein arbeitsloser Schlosser aus Hell's Kitchen will mir den Mund verbieten. Das muss ich mir aufschreiben. Moment. Okay. In dem Moment, wo er das sagt, springe ich ihn an und fahre ihn um. Okay. Du springst. Mach bloß nicht den Stuhl kaputt. Du springst. Also ich.
du springst gegen, also versuchst gegen ihn zu springen und triffst den Stuhl auf jeden Fall. Und der Stuhl rollt mit dir gegen die Wand und du prallst hart gegen die Wand und guckst dann runter. Er sitzt nicht mehr im Stuhl, sondern steht dann über dir und lehnt sich so an die Wand. Noch was, Mr. O'Melligan? Woher kennen Sie mich? Oh. Was wissen Sie? Der Hardcastle hat sich mir doch eben vorgestellt. Und alles, was ich wissen muss, ist, dass Sie ein geisteskranker Irrer sind, der wahllos Leute angreift. Ich benutze meine Hände in der Tasche und hier die Nummer, die mir all diese komischen Bilder aufs Handy geschickt hat. Mhm. Ich drück auf Anrufen. Ja, dann klingelt's bei ihm in der Tasche. Oh, Moment! Ich leg auf. Guck nur so, er ist an allem schuld. Reiße das Brett aus der Hand und dresch auf ihn ein. Also, so wie ein kleiner, schmächtiger Mann auf einen eindreschen kann. Also, ich glaube, es wird ihm nicht weh, wenn John ihm nicht weht. Aber es. Dave hat den gar nicht getroffen, ne? Aber, ja. Gut. Ja, du versuchst mit dem Brett nach ihm zu schlagen und bei dir passiert genau dasselbe, was auch bei Dave passiert ist. Irgendwie, du schlägst irgendwie ins Leere gegen die Wand und er steht irgendwie zwei Meter weiter irgendwie. Ey, was ist denn das hier? Leute, ihr braucht doch nicht gewalttätig sein. Ganz ruhig. Wir können das klären wie zivilisierte, und er zückt sich so an der Krawatte, zivilisierte Männer. Okay. Ich habe hier einen Anruf bekommen, also warten Sie mal. Ich rappel mich wieder auf, hab wahrscheinlich einen puterroten Kopf, roter als meine Haare jetzt im Moment. Ja. Was wissen Sie? Und jetzt keine Spielchen mehr. Das ist eine gute Frage. Wo soll ich anfangen? Woher wissen Sie, dass ich Schlosser bin? Das weiß ich, weil der Herr Hardcastle sie mir vorgestellt hat. Er hat nicht gesagt, dass ich Schlosser bin. Das ist korrekt. Musste er auch gar nicht. Wissen Sie, es ist mein Beruf, Informationen zu sammeln oder andere Sachen. Zum Beispiel sehr schicke Bürostühle, die Sie gerade kaputt gemacht haben. Jetzt muss ich einen neuen schicken Bürostuhl suchen. Nur wegen Ihnen, Herr O'Melligan. Das kostet Sie $200 mindestens. Draußen stehen 200 Stühle. Die sind nicht die bequemsten Stühle New Yorks. Und diesen suche ich. Ich gucke wieder zu Dave. Dave, verstehst du nicht das Spiel, was hier gespielt wird? Der hat uns ausfindig gemacht. Ich würde mal eine WhatsApp schicken. An? Oder die Nummer zurückrufen, das geht über WhatsApp übrigens auch. Ich würde einfach mal die Nummer wählen. An wen denn? Konstantin hat uns... An die Nummer, die mir immer die Nummern schickt. Ach so, ja, du ja, schickst du. Tut das. Ich wollte einfach nur wissen, ob jetzt auch das Handy wieder klingelt. Nee. Aber er zückelt das Ding jetzt raus und so, meine Frau. Entschuldigung. Und tippt da was. Ich gucke weiter zu Konstantin. Konstantin, hast du uns an den verkauft? Nicht euch. Wen dann? Wen denn? Ja, nicht euch. Ja, Konstantin, wen denn? Ich würde Richtung Konstantin tappen, ihn an der Gurgel packen, ihn an die Wand drücken. Mein Mund geht auch gerade auf. Ich würde mit dem Kugelschreiber irgendwie was schnappen, ja, und draufdrücken Gewalt. In meine Richtung so. Konstantin. Also, so wie du die Frage gestellt hast, wäre die Antwort. Ja, dann frag doch nochmal. Ich frag dich jetzt einmal, wen hast du verkauft? Wenn nicht uns. Nee, ich. Bist du an hier an allem schuld? Hast du Mother verkauft? Nein. Hast du meine Freunde verkauft? Nein. Hast du meine Familie verkauft? Nein. Was hast du verkauft? Und ich schlag ihn einmal mit der Hand so durch den Gesicht, dass er endlich mal aufwacht. Also, ich habe ein paar
mir sehr wichtige Dinge verkauft, um meinen Profit meiner Kanzlei zu maximieren. Ja. Und was? Deine Niere? Deine Leber? Die wollte er nicht haben. Nicht mal einmal. Ich bin ein Hund. Und ich drehe mich wieder um. So, ja. Nun, wisst ihr die... Sie können mir nicht erzählen, dass Sie wegen dem Stuhl hier sind. Sie sind wegen was anderem hier. Rücken Sie auch einfach mal raus mit der Sprache, was hier gespielt wird. Wissen Sie, ich mache da gerade einen Stuhl. Ich mache Geschäfte, Mr. Umerlegen. Und gute Geschäfte. Was und mein Geschäfte? Ein Geschäft, für das ich gerade hier geschäftlich zu tun hatte, war, den bequemsten Stuhl von ganz New York zu finden, den Sie zerstört haben. Und wegen Ihnen muss ich jetzt Überstunden machen. Das kostet sie was, Herr Umerlegen. Das kostet sie. Das tut mir aber leid. Das tut mir leid. Gehen Sie in meine Werkstatt und bedienen Sie sich. Sie haben keine Werkstatt mehr, die ist kaputt. Glaube ich. Das überrascht mich, aber woher wissen Sie das denn? Es ist mein Job, Sachen zu wissen. Manchmal kann man Sachen, die man weiß, verkaufen. Die richtigen Leute zahlen da richtig Geld für. Okay. Was wissen Sie über die Hand? Was wissen Sie über die Maske? Ich würde kurz Dave ein bisschen zurückschicken. Was ist mit meiner Frau? Oh. Ich wittere Geschäfte. Und der macht so mit den Händen. Ich grinse ihn an. Ich will wissen, was mit meiner Frau ist. Und wo sie ist. Und wie ich sie wiederholen kann. Oh, das sind drei Fragen auf einmal. Können Sie sie beantworten? Ja, gegen eine gute Bezahlung lässt sich das beantworten. Und was stellen Sie sich vor für eine Bezahlung? Wie viel? Was ist Ihnen das denn wert? Eine Antwort auf eine der Fragen. Ich könnte meine Farm verkaufen. Ach nein, geht nicht. Ich bin gesucht. Sie können Konstantin haben. Ach, der gehört mir schon. Oh, Entschuldigung, Herr Hartkassel. Ich habe es jetzt verraten. Ach, ich... Dummer Mann. Aha. Was wollen Sie haben? Ich habe ja gefragt, was haben Sie anzubieten? Was ist Ihnen die Beantwortung einer Ihrer Fragen wert? Einer? Ich müsste, wenn alle... Ja, wir fangen ja erstmal klein an. Wir sind doch neu in diesem Geschäft. Ich muss doch erstmal wissen, ob Sie ein guter Geschäftspartner sind. Sie kaufen doch auch nicht direkt die großen Aktien. Sie fangen klein an. Sprechen Sie weiter. Sprechen Sie bitte. Was haben Sie anzubieten? Herr Wilkinson. Ja, leider nichts, habe ich gerade gesagt. Ein magisches Von nichts kommt nichts, Herr Wilkinson. Was soll ich machen? Ich habe nichts. Außer meine Frau, Kinder. Tja, wenn Sie nichts anzubieten haben, dann kann ich Ihnen auch leider keine Informationen verkaufen. Was soll ich denn machen? Er steht das auf Erstgeborene. Nee, der quietscht nicht zu sehr. Hallo? Sie wissen was über meine Frau. Ich würde den Kugelschreiber nach ihm werfen. Prallt an seinem Sakko ab. Hey! Kommen Sie schon raus mit den Antworten. Herr Wilkinson, bitte Sie. Antworten auf Ihre Fragen sind nicht umsonst. Ich sage Ihnen das nochmal. Wenn Sie nichts anzubieten haben, was? Dann tut es mir leid, kann ich Ihnen die Antwort noch nicht verkaufen. Geld? Wollen Sie Bar? Sie können sich in jeden Bürostuhl nehmen. Hier, diese Bürostühle sind nicht die Bürostühle, die ich suche. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich ein Bürostuhl will. Was sind Sie? Sie sind kein Mensch. Eine super Frage. Was ist denn die Antwort Ihnen wert, Herr Umerlegen? Das ist
Aber wir schalten ja. Und ich sag ihn gleich, es ist keine billige Antwort. Steht denn noch irgendwas Nettes hier in dem Chefbüro rum, da ich mir jetzt unter den Nagel reißen können? Was suchst Zeit, du denn? Wenn die miteinander quatschen. Nach was suchst du denn? Irgendwas, was wertvoll aussieht, wo vielleicht schwer. Da steht da halt so ein Briefbeschwerer aus Gold steht da. Den kannst du auf jeden Fall nehmen. Also zumindest ist er vergoldet, ich weiß nicht. Ja. Kannst du auf die Schnelle jetzt nicht so... Ach, wissen Sie, ich bin an Ihren Spielchen nicht interessiert. Ich glaube nicht, dass Sie etwas wissen, was mich interessieren könnte. Das ist aber sehr schade, Herr Mannigan. Aber Sie sind nicht gezwungen, mit mir Spielchen zu treiben. Was ist mit Ihnen, Herr Blair? Herr haben Sie Dr. keine Ruf? Fragen? Doch, eben hatten Sie Fragen, Herr Blair. Aber sobald es ums Bezahlen ging, haben Sie sich mal wieder gedrückt. Das können Sie gut, nicht wahr, Herr Blair? Ich gucke ihn wirklich hasserfüllt an. Ich glaube, Sie missverstehen. Ihre Antwort ist mir nichts wert. Oh. Na, wenn das so ist. Ich glaube auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie an einer normalen Bezahlung interessiert sind. Was stellen Sie sich denn unter Bezahlung vor, was wir überhaupt leisten können? Ich habe gefragt, was es Ihnen wert ist. Könnte ich meine Antwort abarbeiten, meine Antworten? Arbeiten wollen Sie? Das ist... Naja, hier ist nichts mehr los. Doch, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder hier was los ist, glaube ich. Das Einzige, was wir vielleicht hätten, sind Informationen, aber ich weiß ja nicht, ob Sie diese Informationen schon kennen oder nicht kennen. Eventuell, aber Sie scheinen ja sowas wie eine allwissende Müllhalde zu sein. Mit einer Müllhalde hat mich noch niemand verglichen. Sie sind immer so charmant, Herr Mannigan. Ach, das war eine Serie aus den 80ern, die Fraggles. Ja, die kenne ich. Aber da sind Sie noch zu jung für. Doch, nö, die kenne ich. Ja, und dann kennen Sie auch die allwissende Müllhalde. Nun, also, falls niemand mehr von Ihnen irgendwas zu sagen hat, ich muss noch den bequemsten Stuhl New Yorks finden. Jetzt, wo der kaputt ist. Ich wüsste halt auch eben nicht, was wir Ihnen zu bieten hätten. Das weiß ich auch nicht. Wir haben ja nichts angeboten. Die Arbeit lehnen Sie ab. Arbeit. Welche Art von Arbeit? Ich mache eigentlich alles für meine Familie. Alles? Ach, er kann sicher gut den Garten aufräumen. Ja, ich mache alles. Er guckt zu Konstantin rüber. Er hat alles gesagt. Das könnte spannend werden. Soll ich das so in den Vertrag schreiben, Herr Wilkinson? Sie tun alles für mich? Und ich gebe Ihnen... Sie müssen das dann natürlich konkretisieren, was ich tun soll. Ach, ich muss das konkretisieren, alles, was Sie mir anbieten. Alles. Genau, tendenziell mache ich alles, aber wir müssten das natürlich dann spezifizieren, ne? Johnny, du verkaufst deine Seele. Ist dir das bewusst? Es geht um meine Familie. Moment. Ich habe doch, das müsste ich noch haben. Ich glaube nicht, dass ich das abgegeben habe. Ich habe doch von Mother ein Geschenk gekriegt. Ja. Das habe ich sicher nicht abgegeben. Das würde ich mal. Was war es nochmal? Damit die Leute das auch nochmal wissen. Wird es abnehmen. In die Hand. Ich habe von ihr ein Kreuz gekriegt. Ja. Ich würde mich mal wegdrehen. Tu mal so unbeteiligt. Lass die mal labern. Mhm. Ja, Herr Wilkinson, spezifizieren Sie noch mal, welche Art von Arbeit. Ich meine, Sie wollen gerade, dass ich Ihre Arbeit mache. Nein. Sie sollen mir nur einfach sagen, was ich tun soll. Ich tue eigentlich alles. Ach, dann denke ich mir jetzt was aus und dann sagen sie, ach nee, das will ich dann doch nicht tun. Ach, das ist mir zu viel Aufwand. Es geht um meine Familie, da ist kein Aufwand. Also können wir doch alles in den Vertrag schreiben. Was
Ich hätte vielleicht das, was Sie interessieren könnte. Mhm. Nehmen Sie das hier und ich schmeiße ihm das Kreuz entgegen. Na, er fängt es auf mit der Hand. Hm, hübsch. Wo haben Sie das denn hier? Legt es auf den Tisch. Du bist. Dein Geschenk. Und dann schmeißen Sie es so wehrlos und er geht zu dir rüber und legt es dir, hin. Das sollten Sie nicht wegschmeißen. Das hilft. Oder war das ein Geschenk für mich? Das nehme ich natürlich gerne an. Nun, vielleicht wäre es eine Bezahlung. Oh, eine Bezahlung für was? Nun, für Antwort. Für welche Antworten? Was ist hier passiert? Hier. Gut, ich nehme Ihr Kreuz und erzähle Ihnen, was hier passiert ist. Ist das der Deal? Der grinst. Ja. Was ist hier passiert? Ist das denn? Haben wir einen Deal, Herr O'Malligan? Sie geben mir Ihr Kreuz und ich erzähle Ihnen, was hier passiert ist? Ja, natürlich. Okay. Der macht so seinen Sakko auf, greift in die Innentasche, holt einen Vertrag raus, legt ihn auf den Boden, auf den Tisch, sucht dann kurz, hier ist der Füllfederhalter und reicht ihn dir. Ich würde mal durchlesen, den Vertrag. Steht ein Vertrag zwischen Dave O'Malligan und deine Geburtsdaten, alles irgendwie schön spezifiziert, deine letzte wohnhafte Adresse und ja. Und dann der Inhalt des Vertrages, Dave O'Malligan verspricht, keinerlei Ansprüche mehr an sein Kreuz zu hegen und gibt das Kreuz dann Mr. D zur freien Verfügung und so weiter. Ja, das brauchen wir noch. Na gut. Und er gibt mir jetzt die Information, was hier passiert ist. Unterschreibst du? Ja, bedienige ich halt. Wollte ich schon unterschreiben, ja. Wenn sonst keine versteckten Klauseln oder Kleingedruckte sind, nein. 5 Seiten steht. Nein. Gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht? Falls mir die Antwort nicht gefallen. Nein. Okay, dann als du es unterschreibst, dann rollt er das wieder zusammen, steckt es wieder in seine Sakkotasche. Okay, Herr O'Malligan, dann steckt er das Kreuz wieder ein, steckt es in die andere Sakkotasche. Sie wollen also wissen, was hier passiert ist. Dieser Komplex wurde angegriffen. Von wem? Von den Kindern Gaias. Sie wollten eine der ihren befreien, haben das auch getan. Moment. Wir hatten eine Zeile, wo ein Kind Gaias versteckt ist. Wir sehen. Ja, da hinten, ja. Kann gut sein. Und wer sind die Kinder Gaias? Das sind, das ist eine andere Frage, für die müssten wir jetzt nochmal separat rausklamüsern. Das ist eine etwas teurere Sache. Das ist auch schwer zu erklären. Sagen wir so, ich gebe Ihnen das so als kleinen Hint. Sie kümmern sich um die Iren. Es sind viele, wie die Bienen viele sind. Und sie kümmern sich um diese Welt, meistens. Das hat diese Organisation hier nicht ganz begriffen, deswegen. Und ich glaube, sie wären, glaube ich, nicht ganz so einverstanden mit Mr. Wilkinson da drüben. Aber gut. Warum sind sie nicht einverstanden mit Mr. Wilkinson? Oh, das ist wieder eine gute Frage, die mir einiges wert ist. Ich habe schon viel zu viel erzählt. Ihr wolltet ja nur wissen, was hier passiert ist. Also, die kamen da rein, durch den oberen Eingang, haben alle umgebracht und sind dann hier nach unten. Und ich kann das noch in durchsichtigem Detail beschreiben. Also, jetzt mal kurz mal alles beiseite. Ich möchte immer noch wissen, was mit meiner Familie ist. Ich würde schon alles machen. Alles? Nun, du kannst deinen Vertrag später aushandeln. Was ist mit den Leuten hier passiert? Wo sind sie? Wir sehen keine Leichen. Nein, was auch los ist mit Mr. Wilkinson?
nicht alle durcheinander, eins nach dem anderen. Herr O'Malligan, einige sind geflohen durch die Rettungstunnel, einige wenige wurden, wie nennt man das so schön, abgeschlachtet. Wir sehen trotzdem keine Leichen. Was ist mit Butter passiert? Naja, es gibt Möglichkeiten, Leichen verschwinden zu lassen. Lebt Mother noch oder ist sie tot? Ich denke, die Information kann ich Ihnen geben, sie lebt noch. Deswegen sagte ich ja eben, es wird gar nicht so lange dauern, bis hier wieder alles kreucht und fleucht und es wuselt und... Ja. Tauschst du das Kreuz? Das ist mein Kreuz. Ich habe hier einen ganz tollen goldenen Briefbeschwerer. Na, das ist kein guter Deal. Nein. Sind Sie zufrieden, Herr O'Malligan, oder wollen Sie noch etwas wissen? Hm. Nun, ich weiß nicht, ob Sie noch mehr zu erzählen haben. Was die Sache hier... Was wollen Sie wissen? Sie haben bezahlt. Ja, nun, Sie wollen ja nicht erzählen, wer Gaia ist oder was Gaia ist. Das ist eine andere Frage. Das ist nicht die Frage, was hier passiert ist. Tut mir ja leid, aber so steht's im Vertrag. Ja. Das ist richtig. Was ist hier davor passiert? Was ist hier bei Mother los? Wer oder was ist Mother? Mother ist eine Organisation, die sich der Erforschung und Bekämpfung Übernatürlichen gewidmet hat. So steht es zumindest auf dem Schirmschild, das da irgendwo in dem Gebäude da hinten hängt. Trifft es ganz gut. Ja, aber sie scheinen ja auch nicht natürlich zu sein. Das haben Sie jetzt behauptet. Ich bin genauso natürlich oder unnatürlich wie Sie auch. Mensch. Kein normaler Mensch hätte meinem Angriff ausweichen können, so wie Sie es getan haben. Das ist... Das steht nochmal fest. Das ist möglich oder auch nicht? Ja. Ich glaube, ich kenne ein paar Leute, die werden in diesem Angriff, aber nicht so wie ich, das stimmt, ja. Mhm. Nun, ich glaube, das bringt uns hier nicht wirklich weiter. Ja, was ist nun mit ihm? Warum? Warum haben die Kinder Gaias was gegen Mr. Hardcastle? Nee, gegen Mr. Gegen Mr. Hardcastle haben sie nichts, denke ich. Es sei denn, er tanzt ihn auf der Nase herum. Moment. Er sagte gerade eben, Gaia beschützt die Natur. Sagte ich das? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, die Kinder Gaias beschützen diese Welt. Ja, oder beschützen diese Welt, aber auch, ja. Und was ist Mr. Wilkinson von Beruf? Ich bin Farmer. Also er benutzt die Welt. Im Groben und Ganzen. Um es einfach auszudrücken. Ich weiß vielleicht nicht. Gefällt es gar nicht. Ich weiß nicht, hat er euch die Geschichte mit seiner Frau erzählt? Ich würde jetzt mal einen bösen Blick zu Hardcastle werfen. Ihr habt bisher gar nichts erzählt. Oder wir haben gar nicht bisher miteinander gesprochen, weshalb wir hier sind. Das hat hier nichts zu tun, ja? Meine Frau hat damit nichts zu tun. Ich suche sie. Sie ist verschwunden. Bis vor ein paar Tagen dachten sie ja noch, sie wäre tot. Ja, und Sie wissen ja wohl mehr. Hat der Herr Castle Ihnen wenigstens geholfen, Herr Wilkinson? Nein. Nicht? Nicht zufriedenstellend, nein. Böser Mr. Hardcastle, muss ich Ihnen etwas von Ihren Spesen abziehen? Es war der klare Auftrag, Mr. Wilkinson zu helfen. Ich wäre fast verhaftet worden. Wir, bitte sehr.
Also, Mr. Wilkinson lebt noch und ist zum größten Teil heile. Also, das stimmt. Ich habe meine Arbeit getan. Das stimmt. Moment, Moment. Sie haben Mr. Hardcastle beauftragt, dafür zu sorgen, dass Mr. Wilkinson unbeschadet bleibt. Sehe ich das richtig? Nein, ich habe ihn beauftragt, ihm zu helfen. Er ist Privatdetektiv. Gegen was? Ja, aber gegen was zu helfen? Wieso? Was haben Sie für ein Interesse an Mr. Wilkinson? Herr Wilkinson war ziemlich schlecht drauf, nicht wahr? Ich dachte, ich tue ihm einen Gefallen. Das machen Sie doch nicht aus reiner Gutmütigkeit. Na okay, ich wurde dafür bezahlt. Das war ein guter Preis. Von wem? Tut mir leid, über meine Deals darf ich nicht reden. Du verstehst sein System nicht, ne? Aber Herr Wilkinson ist so wichtig, dass ich Sie für ihn interessieren, beziehungsweise... Doch, ich interessiere mich nicht für den Herrn Wilkinson. Es sei denn... Ja, aber jemand anders hat Sie beauftragt, sich um ihn zu kümmern. Also jemand anders scheint sich für ihn zu interessieren. Das kann man... Er bezahlt mich dafür, dass ich mich interessiere für ihn. Na gut, Mr. D macht sich sicherlich nicht gerne die Finger dreckig. Das ist richtig. Ich habe so reine Finger, die sehr schlecht dreckig werden dürfen. Wenn Sie nicht... Ich habe hier noch eine Handvoll Kugelschreiber. Haben Sie Interesse? Verträge und so? Ach, ich bin doch kein Hehler. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich muss noch den bequemsten Stuhl in New York suchen. Nein, wir müssen das jetzt erst noch zwischen uns ausmachen. Ich will Informationen von meiner Frau. Von meiner Frau, über meine Frau. Und Sie bieten mir an, dass Sie für mich arbeiten und alles tun, was mir einfallen könnte? Einmalig. Einmalig. Eine Sache. Ich glaube, ich zu diesem Punkt intervenieren, wenn Sie mir sagen, ich muss ihm helfen. Johnny, ich glaube, das ist keine gute Idee. Du weißt nicht, was es du unterschreibst. Und meine Frau und meine Kinder. Ich will dich lebend wiederhaben. Ich kann dich verstehen. Es ist nur die Frage, ob du sie A, lebend wieder kriegst. Das kann er dir nicht garantieren. Und B, weißt du nicht, was du unterschreibst, wenn du sagst, du tust alles. Und was ist, wenn er dir sagt, du sollst den Präsidenten von Amerika umbringen? Eine hervorragende Idee. Aber wir warten, bis Donald Trump Präsident ist. Und den grinst. Erstmal können Sie mir überhaupt sagen, ob meine Frau überhaupt noch lebt? Als Grundvoraussetzung überhaupt für den Deal? Ja, kann ich. Meine Kinder auch? Das könnte ich Ihnen auch erzählen. Sie können mir auch garantieren, dass Sie leben, weil nicht, dass ich einen Vertrag unterschreibe und Sie sagen, Sie sind tot. Ich könnte Ihnen garantieren, wenn Sie denn leben würde, dass Sie noch lebt, ja. Also lebt sie. Das haben Sie jetzt gesagt. Im Moment noch nicht. Das habe ich so interpretiert. Das ist Ihr gutes Recht. Ein Auftrag. Ich mache alles, was Sie wollen. Mhm. Und dafür die drei Informationen. Was ist mit meiner Frau? Was ist mit meinen Kindern? Und wo sind Sie? Sehen Sie den Gegenwert, ich mache alles. Ja, ja, den Gegenwert sehe ich. Johnny, du Frage, weißt, wo ist meine Familie nicht angebracht, ja? Johnny, wir wissen, wer sie hat. Wer hat sie denn? Mein Freund. Wer hat dein Freund? Anführungsstrichen. Und das ist ein gottverdammter Vampir. Was glaubst du, wie die Überlebenschancen sind? Mr. D beugt sich zu Konstantin rüber. Ich wusste, dass er einen Freund hat. Gut, wenn Sie mich kennen, dann wissen Sie, dass mein Freund ein Vampir ist. Nein! Mein Freund wissen Sie auch, dass... Vampir!
würden Sie mir bitte einen Vertrag aushändigen? Wir haben uns immer noch, Johnny, nicht, wir haben uns immer noch nicht geeinigt, Johnny. Tut mir leid. Ich mache drei Aufträge. Drei Aufträge, was auch alles immer, und ich verrate dir genau was. Was möchtest du wissen? Was mit meiner Frau ist, was mit meinen Kindern ist und wo sie sind. Okay. Sie sind tot. Sie sind 1,80 tiefer. Und sie sind irgendwo da draußen. Ist ja das, du bist ruhig. Alles gib, wert. Gib mir den Vertrag. Dann habe ich wenigstens Gewissheit. Er garantiert dir nicht. Er kann dir nicht garantieren, dass sie unbeschadet sind. Er kann dir eine Antwort geben, sie sind tot, sie liegen da hinten irgendwo in der Ecke begraben und dafür gibst du alles auf. Ich würde jetzt einfach ihn erwartungsvoll angucken. Okay, er greift wieder in die Tasche, holt wieder einen, diesmal ziemlich, also einen sehr, sehr langen Vertrag raus. Was hat er uns hier erzählt? Diese Antworten, die er uns gegeben hat, sind nichts wert. Und genauso wird er dir die Antwort geben. Johnny Wilkinson. Hat deine Antwort eigentlich ganz gut? Wieder alle Geburtsdaten und so weiter. Und es ist sogar diesmal ein bisschen so die Ahnenreihe aufgezählt, von wem du abstammst und so. Verpflichtet sich, drei Aufträge für Mr. D auszuführen, deren Inhalt allein von Mr. D bestimmt werden kann. Es gibt keine Restriktionen und die Aufträge müssen im. Nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt werden und müssen und so weiter. Können wir die Klausel einbringen, dass Herrn Hardcastle kein Schaden dazugefügt werden kann dadurch? nein. Als Gegenleistung erzählt Mr. Wilkinson, wo dessen Frau ist. Und was wollten Sie noch wissen? Und was mit meinen Kindern ist. Und was mit seinen Kindern ist. Gut. Der erreicht mir den Vertrag, ne? Mhm. Er sagt aber diesmal, das ist ein bisschen komplizierter als bei Mr. O'Madigan. Macht es Ihnen was aus? Dann geben Sie mal kurz Ihre Hand, bitte. Alles gut. Moment. Ich würde jetzt diesen Vertrag nehmen. Ich würde ihn zusammenfalten und erstmal einschicken. Darüber müsste ich eine Nacht schlafen. Und über den halt einstecken. Oh, bitte. Das ist ihre... natürlich. Ich gehe einmal zu John und frage ihn, ob er auch Weihwasserflächen hat. Ja, ich bin nicht. Hat er doch nicht. Ah, nee, stimmt, die sind ja kaputt gegangen. Klar. Du hast gar nichts mehr. Du hast doch, gar nichts, also deine Klamotten haben. Ein angebrochenes Medkit. Außer Klamotten, an Leib hast du gar nichts. Also, Mr. Wilkinson, schlafen Sie eine Runde drüber. Das ist Ihr gutes Recht. Das werde ich, danke. Ich habe auch keinen Knoblauch, das ist echt schlecht. So, sind wir jetzt hier fertig? Ich muss immer noch den bequemsten Stuhl von New York suchen. So, und falls uns doch... Schlosser, er konnte falls uns doch reparieren. Falls uns doch noch etwas einfallen sollte, wie erreichen wir Sie, falls wir doch auf ein Geschäft eingehen wollten? Wenn Sie ein Geschäft mit mir eingehen wollen, dann würde ich es wissen und dann würde ich da sein. Aber Sie müssen es wirklich von ganzem tiefsten Herzen wollen. Nicht wahr, Mr. Hardcastle? Ja. Ich komme ja nicht wegen jedem Scheiß aus meinem Bett. Oh, das Bett. Oh. Und ehrlich gesagt, so wie Sie mich behandelt haben, Herr O'Madigan, ich meine, unser Vertrag gut und gut, aber ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen noch weitere Verträge machen möchte. Naja, wie dem auch sei, Sie entschuldigen mich. Und er schiebt den Dave so ein bisschen beiseite und will zur Tür. Ja, ist er weg? Er geht durch die Tür und dann, wenn Johnny ihm folgt, siehst du ihn durch das Bürogebäude gehen. Also durch das Großraumbüro Richtung Ausgang. Also da, wo auch Exit groß steht. Ich würde mir
Konstantin packen. Mich? Ja. Folgst du ihm weiter, John? Kurz, Entschuldigung. John? Ja, ich folge ihm weiter durch. Ja, dann geht er irgendwann bis zum Fleischereingang und geht dann nach draußen. Willst du ihm da auch weiter folgen? Ja, um den, nächsten Häuserblock und als in einer verqueren guckt er sich um. Mr. Blair, kann ich was für Sie tun? Sie haben uns immer noch nicht gesagt, warum Sie heute hier sind. War das verdammt leise rüber. Jetzt besser? Jetzt ist ein bisschen besser. Ja, mein Mikro schwankt die letzte Zeit. Sie haben uns immer noch nicht gesagt, warum Sie heute hier waren. Ich habe den bequemsten Stuhl von New York gesucht, Mr. Blair. Das habe ich weiß ich wie oft gesagt. Und genau deswegen glaube ich Ihnen nicht. Das ist Ihr Problem. Warum sollte ich Sie anlügen, Mr. Blair? Warum sollten Sie mir die Wahrheit sagen? Sie haben danach gefragt. Ich bin ein netter Mensch. Also, netter. Ich bin nett. Manchmal. Das kaufe ich Ihnen auch nicht ab. Ihr gutes Recht. Sie entschuldigen, ich habe Arbeit zu erledigen und die kann ich nicht machen, wenn Sie mir die ganze Zeit hinterherlaufen. Sehen, das, was mich wieder zu der Frage führt, warum waren Sie heute hier? Und wegen einem Stuhl diesen Aufwand zu treiben. Es ist nicht irgendein Stuhl, Mr. Blair. Es ist der bequemste Stuhl New Yorks. Das können Sie noch so oft wiederholen. Ich bin nicht sicher, in irgendeinem der hier ansässigen Kaufhäuser werden Sie einen bequemeren Stuhl finden. Ein guter Tipp. Ich werde mich da umsehen. Sie entschuldigen mich. Sicher, ich werde Sie im Auge behalten, mein Freund. Gut zu wissen, dass man jemanden hat, der einen auf einen aufpasst. Dann geht er. Schwierige Zeiten und Sie haben ein schwieriges Geschäft, oder nicht wahr? Das ist richtig, mein Geschäft ist so schwierig. Sie ahnen gar nicht, wie schwierig es ist, den bequemsten Stuhl von New York zu finden. Naja, dann machen Sie mal weiter. Ich bin sicher, bei Ikea können die Personen Ihnen helfen. Ach nein, nicht bei diesen Schweden. Nein. Da habe ich als erstes gesucht, aber da fehlen immer Schrauben. Gut, bis dann. Und geht dann um die Ecke. Ich wieder zurück. Gut, die anderen währenddessen. Ich guck immer mal wieder hinter mich. Ja, folgt dir nicht. Ich weiß, ob das Also ich würde mir dann Konstantin mal packen. Schon wieder. Ja, und diesmal wird er circa 10 cm mit den Füßen über dem Boden schweben, während meine Hand so an seiner Gürtel ist. Nicht zudrückt, aber so nach oben. Was hast du mit dieser Person zu schaffen? Er hat das Geschäft angekurbelt. Keine Spielchen, und ich drücke jetzt ein bisschen zu. Was hast du mit ihm zu schaffen und was hat Johnny damit zu tun? Sprich, oder du wirst Schmerzen haben, wie du es noch nie gehabt hast. Er hat mir einen Auftrag gegeben, auf Johnny aufzupassen. Wieso und weshalb? Danach habe ich nicht gefragt. Die Bezahlung war gut. Johnny, das dürfte dich doch auch interessieren. Sag du doch mal was. Mich interessiert's auch, zumal meine Familie dahinter steckt. Also irgendein Komplott läuft da. Denn dieser Kerl wusste ja wohl anscheinend, was da passiert. Weil einen Tag, nachdem das Ganze passiert ist, über Nacht, habe ich den Herrn Hardcastle kennengelernt.
Das heißt, es war wahrscheinlich irgendwas Geplantes. Und deswegen habe ich mir auch diesen Vertrag geben lassen. Vielleicht kann uns Mother was sagen darüber. Also ich weiß auch nicht, Johnny, ich traue diesem Karl hier nicht mehr. Ich auch nicht. Wenn du nicht irgendwelche schlagkräftigen Argumente hast, Konstantin, dann weiß ich nicht, was wir mit dir hier noch tun sollen. Gib uns was uns vielleicht wieder ein bisschen Vertrauen schenkt. Irgendwas. Ich hab nur meinen Job gemacht. Johnny, der Dicke, der Große, der ist gefährlich. Jetzt ist er auf Konstantin. Sag die Stimme jetzt zu mir. Eben war auf dich fixiert, jetzt will er Konstantin. Vielleicht solltet ihr mal fragen, was er denn will. Konstantin, was? Was, was? Ich würde halt so flüstern. Was? Wer will was? Der Dicke, der Große, der Rothaarige. Der mit den Muckis. Er schubst euch nur rum. Ihr müsst euch verschwören gegen ihn. Ja. Na. Ja. Du, Dave. Ich glaube... Was ist los, Johnny? Ich glaube, Konstantin sagt die Wahrheit. Denn selbst er wurde verarscht von ihm. Denk an seinen Typ. Sein Zombie-Hund. Er hat jemanden angegriffen. Warum sollte er das zulassen? Er hat auch einiges verloren. Und letztendlich hat er mich beschützt. Ich wollte ihn gerade nur ein bisschen in den Dreck ziehen. Tut mir leid, Konstantin. Ich wollte nur ein bisschen was rauslocken. Okay, andere Frage, Konstantin. Was ist mit deinem Hund? Er ist ein bisschen wilder geworden in letzter Zeit. Aha, wilder geworden. Was ist passiert? Sprich. Er ist ausgebüxt. Und frisst Menschen. Das ist die Kurzform. Einfach so. Fast. Aha. Dann auch selber, was fast ist. Ich würde übrigens mal zu John gehen. So ihm entgegen. Ach, bin ich alleine? Ich bin alleine mit dem verrückten Iren. So, jetzt umdrehen, Hose runterdrehen. Ja, erzähl doch mal, was fast ist. Mich würde es interessieren. Ich lass dich auch los. Ich lasse ihn tatsächlich wieder runter. Ich denke, wir haben hier alle unsere Geschichte. Was ist deine Geschichte? Was ist mit deinem Hund? Dieser Hund war mir mal sehr wichtig. Ist es immer noch. Und ich wollte ihn nicht gehen lassen. Und dagegen? Dann kam es da die. Dann kam es da die. Vor oder nachdem dein Hund ging? Nachdem? Schon mal auf die Idee gekommen, dass vielleicht Mr. D hinter der Sache mit deinem Hund steckt? Ja, er hat ihn angefahren, ja. Das ist unwahrscheinlich, denke ich. Unwahrscheinlich. Das bringt uns alles nichts weiter. Was bedeutet Gaia? Gaia, ich habe das schon irgendwo mal gehört, Gaia. Erde. Ja, Erde, Gaia, Erde. Weißt du, was Gaia ist? Ich tippe mal, es sind eine Art magische Waldelfen. Ah, magische Waldelfen. Ich bin für magische Waldelfen. Und worum bestehst du? Ja, das ist deren Anführer. Wir schwenken mal zu Johnny und John. Johnny sucht ja John wieder auf, indem er da zurückkommt. Wir sind außerhalb der Hörreichweite, ne? Ja, du bist draußen aus dem Gebäude. Okay, du schlenderst wo lang? Du bist etwas leise, deswegen, Entschuldigung. Ja, kein Ding, also ich versuche das hier auch.
ich komme halt entlang des Flurs wieder zu euch herunter geschlendert und ja, wenig erwartungsvoll an. John, können wir kurz miteinander reden? Persönlich, so im Vertrauen? Guter Mann, der John, guter Mann. Pass auf, es geht um Dave. Ja, ist dir schon aufgefallen, dass er eigentlich immer gegen die Gruppe handelt? Immer nur mit Gewalt droht? Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Wir haben alle gesagt, wir gehen raus. Und was hat er gemacht? Er hat die halbe Gruppe gegeneinander aufgehetzt. Irgendwie, glaube ich, der hat mehr, als er uns sagen möchte. Außerdem ist er Ire. Ich meine, ja, ich glaube auch, dass er mal bei der IRA war. Ja, das glaube ich auch. Wir kennen halt nichts anderes. Schön. Es ist wirklich so, das denke ich von Anfang an. Es passt auch. Das ist die beste, also wir sollten eigentlich Vampire spielen. Das ist so cool, weil diese Intrigen gerade gegeneinander so machen. Ich halte demnächst wieder, wenn das wieder heißt, die aus Jägern Vampire. Du brauchst keine Feinde, wenn du solche Freunde hast. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ich mach's nur rollenspieltechnisch. Naja, mach du. Sprich weiter. Er ist irre. John, was machen wir da? Wir müssen da echt aufpassen. Wir sollten es zumindest im Auge behalten. Er hetzt gerade gegen Hardcastle. Dabei hat er sein eigenes Laster zu tragen. Er bedroht mich! Tut mir weh! Du bist nicht da, Gott. Ich hab grade wieder, er wollte ihn gerade einen reinhauen. Ja, der Hardcastle ist ja schon die ganze Zeit irgendwie geistig ein bisschen verwirrt, oder nicht? Ja, aber das muss man so akzeptieren. Ich meine, nach dem, was er erlebt hat. Ich guck ihn so an. Oh mein Gott, was will er von mir? Aber kann nicht sein, dass wir das. Möchtest du jetzt einfach zu jedem sagen, so, ja, er hat schon was erlebt und der ist halt ein bisschen komisch. Nein, du hast ja recht, nein, aber versteh mich nicht falsch. Er versucht lediglich nur seine Sicht durchzusetzen und das mit Gewalt. Ja, er kennt es nicht anders. Ja, ich weiß nur, wir müssten da echt aufpassen. Du weißt doch, solch eine Gewalt, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Wir müssen uns auf ihn verlassen können. Das können wir so nicht. Wir müssen uns auf ihn verlassen können. Und ganz ehrlich, jetzt, wo wir diese Organisation nicht mehr haben, die über uns wacht, was machen wir jetzt? Wir sollten es mit Johnny abklären. Ja, ich meine, ich rede jetzt hier nicht von in den Rücken fallen oder sonst was, aber wir sollten eigentlich alle eher ein Auge auf den Weg haben. Moment, du hast gerade gesagt, wir sollten es mit Johnny abklären. Johnny ist schwierig. Entschuldigung, mit Hardcastle abklären. Weil ich glaube, es könnte wirklich sehr gefährlich werden mit Dave. Irgendwann haben wir noch ein Messer im Rücken. Oder eine Machete. Zumindest im Hinterkopf behalten. Das Messer oder dass er das gegen uns planen könnte. Genau. Dabei grinse ich leicht. Ja, ich grinse auch. Hm. Wir sollten einfach aufpassen. Ja, das sollten wir zweifelsohne, aber was ist jetzt die Alternative für uns? Es gibt keine Alternative. Wir müssten eventuell wirklich, wenn es hart auf hart kommt und Dave macht irgendwas gegen uns, der versucht diese Gruppe zu lösen, dann müssen wir ihn erstmal festhalten, irgendwie fesseln oder was. Wer weiß, was ihn erwischt hat, uns aber nicht auffällt. Ich meine jetzt geistige Verwirrung etc. Er hat mit einem Vampir zu tun. Ja. Ich meine, er hat auch
hier zu tun. Mr. T kannte ihn sehr gut und mit dem Deal. Und darüber wurde gar nichts berichtet. Da kennen sich viel zu... Ich finde sowieso, dass hier einige Details... ja, das überschlägt sich hier förmlich auch. Weißt du, was ich sehe? Was? Ich sehe es folgendes. Der Dave hat eigentlich einen Deal, ja, mit diesem Vampir oder was auch immer es ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte ihn mal als... So, aber pass auf. Und Hardcastle ist damit reingeraten, kann eigentlich nichts dafür. Und er ist jetzt einfach der, der drunter leidet. Und Dave versucht jetzt... Ja, ich leide. Ja, Mann! So sehe ich das. Weil ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Geschichte zu tun habe. Ich glaube ja, dass der Hardcastle uns in die Scheiße geritten hat. Ja, glaube ich auch, aber Dave ist da überhaupt nicht unschuldig und er setzt es jetzt mit Gewalt durch, dass es nicht auffällt. Und deswegen müssen wir ihn, wenn es hart auf hart kommt und er versucht doch Hardcastle umzubringen, dass er uns nichts verrät, müssen wir ihn fesseln und er hat das gerade vor. Ich glaube nicht, dass er plant, uns zu fesseln. Wir sollten aufpassen. Also er geht gegen die Gruppe vor, gegen uns. Das tut Johnny auch, und zwar permanent. Was tue ich? wann hab ich gegen euch gehandelt? Nicht Johnny, Hardcastle. Ja, Hardcastle tut das, aber er ist, glaube ich, eher das kleinere Problem. Er ist schwach. Was ist er? Hardcastle? Schwach, hat er gesagt. Er ist doch schwach. Achso, ich hab wach verstanden. Nein, schwach. Hardcastle ist schwach. Ihn können wir zur Not noch überrumpeln, aber Dave wird schon schwieriger und da sollten wir vielleicht Hardcastle noch benutzen für. Wenn's hart auf hart kommt. Das macht hart auf hart. Nun, naja, aber... Nehmen wir es doch mal so. Dave sollte eventuell etwas ruhiger werden und Johnny etwa sollte vielleicht weniger Medikamente nehmen oder mehr. Ja, genau. Wir sollten gucken, dass Dave erstmal nicht aggressiv wird. Wir müssen ihn erst in die Schranken weisen. Und dann kümmern wir uns am Hardcastle. In die Schranken weisen? Bist du wahnsinnig? Wir müssen das irgendwie schaffen. Wenn er schläft oder was. Du willst den Riesen überrufen. Wir müssen das zu dritt machen, deswegen müssen wir warten bis Hardcastle. Das Ganze müssen wir mit einweihen. So, dann überrumpeln wir und dann können wir beiden uns im Hardcastle. Er wird dann das kleinere Problem sein. Aber wir müssen erst zu dritt gegen Dave sein. Das funktioniert nicht. Anders. Ja, perfekte Voraussetzung. Problem da, was unser aller Familien sowieso bedroht. Diese Zombies. Das ist richtig. Und ich glaube, Dave... Nein. Das ist doch gar kein Problem. Pass auf, Dave ist, glaube ich, die Schlüsselfigur. Und auch unser Gegner, unsere Gefahr. Im Ganzen. Möchtest du mir jetzt doch nicht erzählen, dass Dave ein Meisterzombie ist? Nein, das nicht. Aber er hat mehr damit zu tun. Nicht umsonst kennt er Mr. D. Und die haben auch einen Deal am Laufen. Nicht umsonst. Doch alle mit Mr. Du hast auch. Nein, ich habe keinen Deal. Nein, habe ich nicht. Ich habe. Du warst nicht davor. Nein, war ich nicht. Hier habe ich den Vertrag. Den wollte ich Maza überreichen, wenn diese Organisation hier aufgebaut ist, damit sie vielleicht mehr über Mr. Deal sagen könnte. Einen Vertrag mit Mr. Deal ist so. Ich konnte es euch doch nicht sagen vor ihm, dass ich nur diesen Vertrag einstecken möchte, um daraus vielleicht Informationen zu ziehen über Maza. Seltsamer Herr, der angeblich auch nur Schuhe kaufen will, was übrigens kein irgendwie übel auf Schuhe kaufen. Wirklich. Ich weiß es nicht. Wir müssen definitiv aufpassen. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber Schuhe kaufen. Ja, es tut mir leid. Ich hatte nichts anderes. Was sollte ich machen? Ich möchte mich nicht, so meine Seele verkaufen, wie es Dave getan hat. Das oder Hardcastle.
der nette Sofa-Verkäufer kommt zu dir und bittet ganz bitte, dass du ihm für ihn einen Gefallen tust. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, ich glaube auch eine Kugel, die ihm durch den Kopf zu jagen, würde nichts bringen, weil er dem auch ausweicht. Ja, richtig. Wir brauchen trotzdem oder, erstmal. Oder ob er ganz körperlich vorhanden ist oder so. Wie? Keiner von euch hinterfragt, dass er hinter einem Sessel hält. Natürlich habe ich mich das hinterfragt. Meinst du? Nein. Aber was soll ich denn machen? Wie blöd ist das? Ja, ich will einfach mal fragen. Ja, wie blöd ist das denn hier auf? Es wurde aber dreimal gefragt und oft genug. Ja, aber wie wurde nachgefragt? Es wurde nicht danach. Oder was? Belastend. Das ist unser ganz aller Problem, weitläufiger ist. Also, dass Johnny vielleicht, nicht Johnny, mit Mr. Hardcastle vielleicht ein leichtes Problem mit seiner Psyche hat und Dave halt aus seiner IRA-Zeit es auch nicht besser wissen kann. Aber dass keiner von den zweimal Sache hinterfragt ist. Richtig. Also, zumindest nicht aggressiv. Das kann ich dir sagen, weil Dave mit ihm unter einer Decke steckt. Beide mit ihm unter einer Decke. Natürlich tun sie das. Aber Dave, der weiß mehr, als er uns sagt. Er hat uns noch gar nichts gesagt. Hier, dann sollten wir mal mit Dave reden. Ich glaube, mit Dave. Reden kann man nicht. Mit Dave kann man nicht reden. Hardcastle. Und ich zeige so dahin. Geh mal da rein. Er hatte ihn gerade mit der Kehle an die Wand gedrückt. Lass ihn doch. Die stecken noch beide unter derselben Decke. Dann haben wir ein Problem weniger. Dave ist das Problem, nicht Hardcastle. Okay, Leute. Das habe ich. Willst du das Problem denn nicht sehen? Ja. Wir brechen das Gespräch jetzt. So sehr es mich anonymisiert ist, aber ich gucke ein bisschen auf die Uhr auch. Wir sind schon ein bisschen drüber. Wir haben am Anfang ja die unseren Rollenspiel komischen Stöckchen hier gemacht. Aber ich muss auch wieder früh raus morgen. Das ist perfekt. Ihr unterhaltet euch ja sowieso immer bei Skype. Könnt das ja da weiterführen, euer Intrigenspiel. ja. Beenden wir dann diese Folge für heute mit der Aussicht darauf, dass es sehr viel Unruhe in der Gruppe gibt. überlasse euch nochmal das letzte Wort für heute Abend. Wie immer dürft ihr noch was sagen, wenn ihr wollt, zur heutigen Sitzung. Ansonsten wird es beim nächsten Mal dann ganz spannend weiter, wer jetzt gegen wen und wer verbündet sich und wer ist eigentlich wirklich in der IAA und was hat Mother alles damit zu tun? Ja. Bero, sag mal was. Du IRA-Mensch. Ja, es wird sehr spannend. Ihr seid tot. Ihr seid sowas von tot. Ich bin ein armes, unschuldiges Lamm. Du bist bei der IRA, das wissen wir. Okay. Klar. Dark Flo, sehr schön. Ich danke dir für das tolle, die tolle Idee. War super. Ja, was soll ich sagen? Dave ist der Feind. Ja, Dave ist der Feind, auf jeden Fall. Die Stimme sagt's. Die Stimme sagt's, ja. Aulokart? Das nächste Mal hast du den Kopf ab. Ist heute ein bisschen kurz gekommen, der John Blair, aber am Ende hat er ein bisschen Redezeit. Ja. Aber der ist halt auch in solchen Situationen ein bisschen durch den Wind. Ja. Der ist halt so, der ist halt für den Alltag bei manchen Dingen nicht zu gebrauchen. Nein, aber zumindest ist tatsächlich so. Tatsächlich muss ich sagen, Koalis Meisterplan ist aufgegangen. Was für ein Plan? Es fügt sich jetzt alles zusammen. Wenn ich als Meister nicht mehr weiß, was ich tue, hält sich die Gruppe gegeneinander auf. Das hat schon bei DSA. Das hat doch auch wunderbar funktioniert. Wir hatten das Koali, das ist der der Devil. Ich vermute da ja Dinge.
Ja, sehr schön. Apropos nicht ganz alltagstauglich, Mr. Hardcastle. Jetzt werde ich nicht mehr die ganze Gruppe sabotieren. Ja, sehr schön. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, Leute, dass das mit was für einfachen Mitteln man alle gegeneinander aufbringen kann. Das ist unglaublich. Sehr schön gemacht, Leute. Und beim nächsten Mal sehen wir, wann, wie sich das Ganze dann fügt. Und ein paar Informationen mehr gab es ja heute auch schon. Und ja. Wir wissen noch nicht mehr, sondern immer noch weniger. No. Das wird ja immer noch verworrener. Oh, es ist auch nicht ganz einfach. Ja. Gut, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt und bei den Zusehern, wann immer ihr das geguckt habt, ob ihr jetzt dabei seid oder ob ihr später auf YouTube guckt. Vielen Dank und bis später mal. Wahrscheinlich werden wir im April, Anfang April, weiterspielen. Mehr Informationen kriegt ihr auf dem Nerdpol, www.nerdpolforum.de. Und ja, ich erinnere nochmal an das RPG-Stöckchen. Wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, ist unten in den Comments sind die Fragen. Und dann triezt bitte die Nominierten, dass sie die auch bitte beantworten, damit sie genauso viel Spaß an diesen Fragen haben wie wir. Bis diesen sollen Worten gebe ich in die Nacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.